Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan, ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zur Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv. Nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen. Aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank. Und nun viel Spaß mit der Runde. Und herzlich willkommen wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute die Phileasson Saga daraus das Abenteuer Inseln im Nebel. Und heute mit dabei die illustre Truppe, die wir wieder komplett zusammengekratzt haben. Nämlich der Mischka ist Nasir. Ei, gute zusammen, Kratz. Die Feramin als Shaya. Hallo. Der Verion als Borealas. Ziel des Lebens sollte es nicht sein, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller. Der Pöller als Jalte. Hallo da draußen. Und last but not least, Feder als Oben Volker. Hi zusammen. Jo. Wir wollen ja jetzt immer am Anfang einen kleinen Werbeblock machen, weil ich denke, das ist effektiver. Also, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und wir haben hier ja nicht nur eine Runde von RollenspielerInnen, sondern wir haben auch eine Runde von StreamerInnen, mehr oder weniger, fast alle. Und deswegen schaut da mal bei den Leuten rein, zum Beispiel bei Mischka. Was gibt's da zu entdecken?
Genau, da gibt es die Woche DSA in fremden Gestaden, Starfinder und 40k. Das war's aber auch schon mit einer kurzen Woche bei mir. Dafür am Sonntag dann wieder Havena bei Rookie mit dabei. Dann haben wir bestimmt auch noch mehr DSA beim Pölle. Das ist korrekt. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter mit Albtraum ohne Ende und wir werden relativ sicher Dragenfeld betreten. War ja schon, glaube ich, von den Teasern her schon früher geplant, aber naja, wie das manchmal so ist, nicht wahr? Ja, ich habe die letzten 2 Tage ganz viele Folgen Simjala Fahrerion nachgeholt. Das heißt, da gibt es auch DSA, nicht wahr? Ja, da geht es dann auch bald weiter und wenn alles glatt geht, ne, toi, 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 man kennt es ja. Und so langsam steuern wir ins absolute Finale der Simjala-Kampagne rein. Genau, also wenn ihr wissen wollt, wie die ganze Geschichte nach der Phileas und Saga weiterging, dann müsst ihr diese Simjala-Kampagne beim Rerion anschauen. Leichte Spoiler. Genau, da gibt es leichte Spoiler. Ja. Aber der Rerion hat auch schon gesagt, irgendwie alles, was hier passiert, behandelt er für seine Welt als Kanon. Das ist schon mal interessant zu wissen. Ja, und wenig DSA dafür, umso viel mehr Wechselbelger gibt es bei Feder. Korrekt. Wir starten dieses Jahr am 24. Februar. Ich sollte es langsam so oft, wie ich das erzähle. Ja, wir starten mit einem hochpolitischen Abenteuer mit meinen sehr politischen Spielern. Werden wir mal schauen, was schlimmer ist, gegen einen Albtraumfee zu kämpfen oder sich auf dem politischen Parkett zu bewegen. Ja. Ja, Feramin könnt ihr auch folgen auf Twitter, wenn ihr wissen wollt, wo die das nächste Mal irgendwie aufschlägt, denn sie teilt immer ganz fleißig, wenn sie irgendwo mitspielt. Heißt, wenn ihr da nichts verpassen wollt, einfach mal den Folgen-Button drücken. Ja, genau. Herzlich willkommen auch an hier alle Leute, die sich hier rein gewuselt haben. Lord Glotz, Mandrik, der Gevatter, der Tengel. Herzlich willkommen. Fühlt euch frei. Legt die Füße hoch, legt euch ein paar leckere Sachen und einen Tee bereit. Und mal schauen, ob wir euch schön unterhalten können. Ja, beim letzten Mal hatten wir nämlich die Stadt Tishiana noch nicht betreten. Wir sind immer noch gewesen in der Vorstadt, also in einer kleinen Fischerdörfchen vor der Stadt. Und dort haben die Helden einen Tempel betreten und dort eine rituelle Waschung vollzogen und sich somit geheilt. Und haben einige kleinere Entdeckungen und Hintergrundgeschichten herausgefunden. Und am Ende des Ganzen hat nicht nur Borealas herausgefunden, dass er höchstwahrscheinlich elfisches Leben irgendwann mal schon mal hatte, sondern die Gruppe hat an sich gegen einen großen Schwarm Ratten inklusive eines großen, ja, ich nenne es mal Rattendämon, gekämpft, der den Rattenschwarm ja nicht befehligt hat, aber mit deutlich Kraft versehen hat. Und ihr seid geflohen aus dem Tempelgebäude mit euren Begleitern und habt euch durchgeschlagen zum Hafen und seid dort auf ein Schiff geflohen, wo die Ratten halt nicht drauf konnten. Habt alle schwere, mehr oder weniger schwere Verletzungen durch Rattenbisse hinter euch und konntet euch gerade so vor diesem wirklichen Schwall von Ratten retten. Und der Blick zurück an den Horizont hat euch dann das Blut in den Adern gefrieren lassen, weil dort am Himmel sich eine Art Drache abgezeichnet hat und nicht nur einer, sondern mehrere davon. Und ebenso man Schiffe gesehen hat, die den Fluss herunterfahren. Aber noch einige Meilen zu überwinden haben, bis sie euch erreicht haben. So habt ihr abgelegt und fahrt nun
flussabwärts in Richtung Tishiana. Das ist nicht sonderlich weit. Mit euch zusammen haben es eure elfischen Begleiter geschafft und einige Bewohner des Dorfes. Nicht alle. Und das ganze Elend bricht sich dann auch noch Bahn, wenn ihr an dem am Ufer vorbeifahrt und auch seht, dass einige es eben gerade nicht schaffen, sich auf irgendwelche Schiffe zu flüchten, sondern von Ratten niedergemacht werden, von den Massen. Aber die Ratten können zwar schwimmen, aber irgendwie scheinen sie sich nicht weiter um die Flüchtigen zu kümmern, sondern eher daran mit beschäftigt zu sein, das Dorf zu entvölkern. Und während ihr den Fluss hinabfahrt Richtung der gleißenden Stadt und der Himmel sich verdunkelt hat durch merkwürdig schnell aufziehende Wolken, kommt ein weiteres Naturschauspiel hinzu, denn diese dunklen Wolken färben sich in eine lilane Farbe und tunken die ganze Szenerie in einen unwirklichen lila Schein. Und die hellen und gleißenden Mauern Tishianas, die sonst so schimmernd und glitzernd daherkommen, reflektieren auch diese unwirkliche Farbe zurück, wenn ihr auf die Mauern schaut. Und in diese Szenerie werfe ich euch jetzt einfach mal hinein. An Bord des Schiffes, gerade so mit dem Leben davon gekommen. Ja, Nasir schaut sich um, ob es alle an Bord geschafft haben, ob es schwere Verletzte gibt oder Leute, die gerade extremen Beistand bräuchten, weil sie irgendwie katatonisch irgendwo an der Reling klammern oder am Mast. Ihr seid relativ glimpflich davon gekommen, auch die ganzen Elfen, die ihr beschützt hattet, die sich um Shaya herum versammelt hatten, während ihr mit Feuer ja die Ratten zurückgetrieben habt. Ihr seid mit den ganzen Leuten sehr, sehr relativ unbeschadet vorbeigekommen. Es gibt allerdings an Bord auch einige, die schwerere Verletzungen davon getragen haben, um die sich aber auch schon gekümmert wird in Form der Nurti-Priesterin Amantillada. Die fragt dann sie auf jeden Fall, ob sie eine helfende Hand braucht. Kann ich euch irgendwie zur Hand gehen, Priesterin? Da vorne in den Fässern ist Wasser und da drüben müssten irgendwo Tücher sein. Reißt die ein bisschen in Streifen und tunkt sie in das Wasser und bringt sie mir. Natürlich. Ja, mach ich das. Der Borealas hat sich zähes Stück Leder zwischen die Zähne geklemmt und hat als erstes, nachdem so ein bisschen Ruhe eingekehrt war, ein Messer über dem Feuer kochend heiß erhitzt und sich die ganzen Rattenbisse, die er davon getragen hat, ausgebrannt. Überall, wo er halt einen Rattenbiss hatte, Messer drauf. Weil er nicht ganz dem vertraut, dass die nicht vielleicht doch irgendwie Krankheiten oder verflucht sind und darum lieber alle Stellen, auch wenn es dann scheiße aussieht, ausbrennen. Das ist meine. Ich werde erstmal beschäftigt sein. Er ist ja auch nicht der Einzige, der so handelt. Einige Elfen tun es dir dann gleich. Während ihr dann beschäftigt seid, kommt tatsächlich noch ein ziemlich unwirklich und sehr schnell aufkommender Wind auf und bläht das Segel auf und ihr fahrt mit äußerst hoher Geschwindigkeit den Fluss hinab. Und schnell kommt die Anlagestelle von Tishiana, die ja vor der Stadt liegt, in Sicht.
Und Amantilada sagt dann, ich glaube, wir sollten nicht in die Stadt. Die meisten hier sollten schnell weiterfahren Richtung Meer, aber wir sollten in die Stadt, oder? Sie müssen wissen, was passiert ist mit den Ratten und der Krankheit. Begleitet ihr mich? Wen genau fragt sie denn jetzt? Schaut so in eure Runde und fragt euch so mehr oder weniger alle. Schaue ich Fragen zum Kapitän. Ich denke, wir müssen sowieso in die Stadt, nicht wahr, Nasir? So ist es, Kapitän. Und wie könnten wir einer Dame Hilfe ausschlagen, die uns so wohl geholfen hat, nicht wahr? Das wohl. Das wohl. Das Ganze geht dann recht schnell. Wie gesagt, der Wind sorgt dafür, dass ihr schneller als gedacht an diesem Anlageplatz ankommt. Man hat sogar einige Probleme, das Segel wieder vernünftig herunterzulassen, damit das Schiff nicht so schnell wird, um an diesem Hafensteg anzulegen. Man sieht hier, dass es ein sehr, sehr großer Hafen ist, sehr viele Anlegestellen, aber alle ratzefatz leer, keine Schiffe zu sehen. Könnt ihr ohne Probleme anlegen und in Windeseile scheucht man euch schon fast vom Schiff herunter, weil der Kapitän sehr, sehr schnell wieder ablegen möchte. Es ist ihm nicht zu verdenken, denn wie gesagt, am Horizont dieser merkwürdige purpurne Sturm mit den Drachensilhouetten und den Schiffen, die angesegelt kommen, spricht Bände. Dann, wo sollen wir zuerst hingehen? Die Straße entlang Richtung Stadt. Das war naheliegend. Ich meinte in der Stadt. Ich werde versuchen, den König zu kontaktieren. Das muss es wissen, wie das ja passiert ist. Das ist bestimmt der Palast, oder? Vermutlich. Dann für den Weg. Ihr lauft die gut ausgebaute Straße Richtung der gleißenden Stadt entlang. Und für alle, die das Reisen, also gerade Nasir vielleicht, der schon sehr, sehr viel herumgereist ist in Aventurien, viele Straßen gesehen hat. Das ist wenig vergleichbar mit irgendwelchen Straßen, auf denen du bisher unterwegs warst. Vielleicht noch die Straßen, die nach Gareth führen, in die große Stadt, die Reichsstraßen oder die gut ausgebauten Straßen des lieblichen Feldes. Aber das hier übersteigt noch von der Bauart alles, was du bis jetzt erlebt hast. Die sind so gut, also keinerlei Schlaglöcher, kein Stein, der irgendwo nicht gleichmäßig gelegt ist. Man kommt unglaublich schnell voran. Und die Füße scheinen gar nicht auf einem richtigen Steinboden zu sein. Also das ist so ein. Es ist Stein, auf dem ihr lauft. Und ihr kommt gut darauf voran, weil es so gut befestigt ist, aber es fühlt sich nicht hart an, sondern weich. Schaue ich mal die Nutipriesterin beim Laufen an. Aus was genau sind eure Straßen gemacht? Sie sind nahezu eine Wohltat für die Füße. Oh, ich bin keine Expertin dafür für Straßenbau. Da müsstet ihr andere fragen. Natürlich. Ich, vom Aussehen her, wie sieht das jetzt Material aus? Wie Holz oder wie? Wie Stein. Stein, okay. Auch am Rande der Straße sind immer wieder einige prunkvolle Bauten zu erkennen, vereinzelt Häuser, dann seht ihr einige Felder, die angelegt worden sind, aber auch sowas wie Schilder, die Richtung Stadt führen, mit unterschiedlichsten elfischer Beschriftung. Dann
auch Monolithen und Statuen, die verschiedene Tierwesen zeigen. Viele, viele Katzen sind zu sehen, aber auch exische Wesen oder Vögel. Sehr, sehr kunstvoll und sie scheinen sogar so eine Art Spalier zu stehen. Und ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man hier entlang läuft. Und ihr kommt näher und seht das große Tor zur Stadt, das so aussieht, als wäre es ein Löwenkopf. Und ihr würdet durch das Maul hindurchlaufen. Die Stadttore sind geöffnet, weil gerade ein großer Schwall an Menschen euch entgegenkommt, also nicht Menschen, sondern Elfen, ein großer Schwall an Elfen euch entgegenkommt. Naja, groß, irgendwie ein paar Dutzend Reiter kommen euch entgegen. Ja, dann machen wir Platz, nehme ich mal an. Der Großteil der Reiter schießt an euch vorbei, während eine Handvoll stehen bleibt und sich mit einigen der elfischen Begleiter von euch auf Elfisch unterhalten und dann weiterziehen. Wenn ihr versucht zuzuhören, ist es eine eigenartige Situation für euch. Wer versucht zu lauschen? Wer konnte Elfisch? Ihr habt das Gefühl, dass diese Unterhaltung, also es geht irgendwie, wer seid ihr, wo wollt ihr hin ungefähr, so viel könnt ihr mitkriegen, aber es ist unglaublich schnell gesprochen und zwar so unnatürlich schnell. So als würde man heutzutage irgendwie etwas so ein Video in doppelt bis dreifacher Geschwindigkeit abspielen. Die Vergangenheit vor sich zu sehen, kann den Geist klären, aber wenn man zu sehr hinguckt, bleiben nur Tränen. Die zweite Sache, die ihr rausbekommt, ist, dass die Flüchtlingsrouten abgeschnitten sind. Die Schiffe sind ja schon alle abgelaufen und es sind immer noch Flüchtlinge in der Stadt, heißt es. Sind nicht alle weggekommen. Und als ihr die Stadt dann betretet, seht ihr das, was ihr schon einmal gesehen habt, als ihr Tishiana betreten habt. Nur dieses Mal eben nicht verfallen. Dieses Mal wartet ihr nicht über Knochen und über purpurnen Nebel, sondern ihr wandelt durch eine völlig intakte Stadt, die prunkvoller sich gar nicht darstellen könnte. Handwerkskunst vom Feinsten, Häuser, die fast schon unnatürlich aussehende Formen und Farben annehmen, alles irgendwie funkelnd, gleißend. Wenn die Menschen von der strahlenden Stadt Gareth sprechen, dann müssen sie das hier gemeint haben, weil strahlender als das kann es eigentlich nicht sein. Und wer von euch schon mal in Gareth war, kennt auch die dunklen und ekligen Gassen. Und selbst wenn ihr ein bisschen von der Hauptstraße herumgeht und in eine kleine Gasse hineinseht, es ist alles sauber. Es ist alles hell. Nirgendwo ein dunkler Winkel. Oder irgendwelche Fäkalien, die herumliegen, irgendwelcher Abfall. Es ist alles aufgeräumt, sauber, gerade, kunstvoll. Ja, sie kriegt den Mund nicht mehr zu und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Hinter euch wird das große Tor geschlossen und ihr seht das erste Mal die Verteidiger, an denen ihr vorbeilauft. Gut gerüstete elfische Krieger mit Speeren und Wolfsmessern, Schilden, in voller Rüstung, viele auch mit Bögen oben auf der Stadtmauer patrouillierend. Man
macht sich bereit, um die Stadt zu verteidigen. Unzählige elfische Kriegerinnen und Krieger sind zu sehen, wie sie hin und her patrouillieren. So viele Elfen auf einem Fleck habt ihr eigentlich bis jetzt, glaube ich, noch nie gesehen. Ich frage mich gerade, was schmerzhafter ist. Die Stadt so zu sehen, in all ihrer Pracht und Herrlichkeit, oder das Wissen darum, wie sie nachher aussieht. Oh gut, ich bin nicht der Einzige, der es nicht schafft, beide Bilder übereinander zu legen. Mir macht ein wenig Angst, dass wir es vielleicht erleben werden, wie sie in Schutt und Asche gelegt wird. Was mich zu einem weiteren Punkt bringt. Der Bruderlose. Wenn er so eine Macht vor einigen Jahrhunderten noch hatte, frage ich mich, was er heute noch auf die Beine stellen könnte in unserer Welt. Jenseits des Traums. Vielleicht wird er mehr unterschätzt, als man uns glauben macht. Alles konzentriert sich auf dunkle Künste, böse Mächte. Aber der, der im Hintergrund immer lauert, wird nur sehr schlecht gesehen und wahrgenommen. Ihr seht, dass es eurem elfischen Begleiter Philant hier ähnlich geht. Der ist auch relativ staunt, wie er hier durch die Stadt läuft. Philiasson ebenfalls sehr beeindruckt von dem, was ihr hier seht und auch in Gedanken versunken. Man führt euch durch die große Prachtstraße entlang. Einige Windungen, kommt ihr auf eine Art Marktplatz. Und hier an einer militärischen Wache vorbei. Und dann seht ihr einen Marktplatz, der vollgepackt ist mit Elfen. Und zwar keine Krieger, sondern Familien, Alte, Gebrechliche, das normale Volk, würde man sagen. Keine Marktstände sind aufgebaut, sondern der Platz ist vollgepackt mit Menschen. Und in der Mitte des Platzes seht ihr ein großes, schimmerndes, in bläulich und grünlichen Farben schimmerndes Tor ins Nichts. Ein kreisliches, also ein großer Kreis, blau-grün schimmernd, mit einer merkwürdigen Wellenbewegung. Und nach gehen Elfen durch dieses Tor hindurch. Es kommt ein bisschen Bewegung in die Menge und die Leute fangen an, sich zu drängeln und zu schubsen, damit sie früher dran sind. Kommt ein bisschen Unruhe auf. Und die ersten elfischen Soldaten müssen sogar handgreiflich werden, um Ruhe in die Masse der Elfen zu bringen. Es ist schwer für euch jetzt einen Weg entlang an dem äußeren Teil des Ganzen entlang auf die andere Seite des Platzes zu bahnen. Es ist keinen anderen Weg. Irgendein Weg, der abseits der Hauptfluchtrouten verläuft. Die werden jetzt alle verstopft sein. Amantillada dreht sich so zu dir rum und die Bewegung ist unnatürlich schnell. Und du hast so ein bisschen so, für sie verschwimmt ein kurzes bisschen vor deinen Augen, kommt dann so im nächsten Augenzwinkern so 5 Schritt näher an dich heran, als sie vorher war. Und sagt dann relativ schnell, aber du kannst es noch gerade so verstehen.
Die Stadt ist umzingelt. Ja, das ist mir bewusst. Es geht mir jetzt durch die Stadt hindurch, dass wir den Flüchtlingen ausweichen. Das ist der schnellste Weg. Der schnellste sichere Weg zumindest. Mir scheint, die Stadt wurde bei der Planung wurde nicht damit gerechnet, dass sie mal belagert wird. Nun, Lariel dreht sich dann zu Borealas um und spricht auch merkwürdig schnell. Es ist bis jetzt noch niemandem gelungen, die Stadt einzunehmen. Wir haben auch wirklich nicht damit gerechnet, dass sich jemand das traut. Du warst gemutet? Tja, nun ist der Zeitpunkt da. Die Gleißende wird nicht fallen, meinte er. Zuckt so kurz an Borealas Wange. Hoffnung stirbt zuletzt. Aber vielleicht hat euer Sänger recht, wir sollten vielleicht einen Weg nehmen, auch wenn er länger da, wenn er uns vielleicht etwas einen Umweg macht und nicht so gut gesichert ist durch die Soldaten. Vielleicht hier lang. Wie hoch sind die Gebäude eigentlich? Jetzt hier, wo ihr gerade lauft, sind sie teilweise 4- oder 5-stöckig sogar. Ich überlege, ob ich versuche, einen Weg parallel über die Dächer zu nehmen. Wir sollten zusammenbleiben. Philantje schaut dann zu der. Uns kennt hier niemand in der Stadt. Und wenn du hier herumschleichst, über die Dächer läufst, bist du schneller mit einem Pfeil im Rücken gesegnet, als du dir, glaube ich, lieb sein kannst. Ein Pfeil ist nicht so kleidsam. Das sehe ich auch so. Macht ihr einige Umwege und seht dann recht schnell, bemerkt ihr das auch, dass das halt zunächst einmal eine relativ gute Idee ist, weil ihr relativ schnell vorankommt. Dann aber wieder auf Zivilisten stoßt, und zwar welche, die nicht von Soldaten irgendwie geführt werden oder geleitet sind, sondern die relativ ziellos durch die Straßen laufen und sich dann, sobald ihr irgendwie in ihre Sichtweise kommen, irgendwie total panisch auf euch zulaufen und irgendwie sich an eure Kleider hängen und irgendwie total verworrenes Zeug reden, was man gar, das ja gar nicht verstehen könnt. Und dann Lariel nur in eine Richtung deutet und meint, ich komme später, ich führe diese Leute zum großen Platz. Und wieder 2, 3, 4 Windungen weiter zwischen den Häusern, da seht ihr dann eine sehr merkwürdige Szene. Ein Brunnen auf einem kleineren Platz zwischen ein paar Häusern, vor dem eine elfische Frau sitzt. In helle Kleidung, hier weite Kleidung gekleidet, mit so einer Kapuze über dem Gesicht, tief ins Gesicht gezogen, ein kleines Bündel auf dem Arm wiegend und ein Lied vor sich hin singend. Und das Lied kommt euch seltsam bekannt vor.
Und Philantir zuckt einmal kurz mit den Augenbrauen. Schaut euch dann so einer nach dem anderen an. Moment mal. Und euch wird in dem Moment dann auch klar, das ist das Lied, was er die ganze Zeit immer gesungen hat, wo sich hingesungen hat. Ein Lied zu sein. Du hast gerade robotert, was war? Mir dein zu sein. Mhm. Ich höre es das erste Mal mit Text. Es war nur so eine Melodie, die ich im Kopf hatte, seit ich klein bin. Vielleicht fragst du sie, wo es herkommt. Irgendwas in mir sträubt sich. Will ich das wirklich wissen? Hör mal, Junge. In weniger als 2 Stunden ist von dieser Stadt nur noch Sand und Staub übrig. Letzte Chance. Verzeihung, gute Frau. Tippt sie so auf die Schulter und sie blickt dann irgendwo nach oben und ihr seht in weißliche Augen, sie ist blind. Er schreckt kurz zurück. Dann hört ihr, ja, was kann ich tun? Wie ist euer Name? Was ist das für ein Lied? Ich heiße Riandra. Und das ist ein Schlaflied für ihn. Zeigt dann das Gesicht des eingewickelten kleinen Elfenkindes. Dann meldet sich Amantillada. Riandra? Was macht ihr hier? So weit ab, ihr müsstet schon längst bei den Flüchtlingen sein. Blickt dann so in eure Richtung, das ist die Mutter von Adanat. Wer ist das? Adanat, der Leibwächter des Königs. Das Baby? Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Naja, nein. Adanat ist erwachsen. Er ist auf Mission unterwegs. Ah. Wo genau ist er? Hinter den feindlichen Linien. Zuckt wieder Boreal das Gesicht kurz. Aber vielleicht ist er ja auch schon wieder da. Warum sollte er uns in... wie ist die Stadt noch? In Nalair Bescheid geben, wenn er wieder da ist. Und dann erinnert ihr euch daran, dass sie die Gefährtin von Adanat an der Seuche verstorben war in Alair. Und das Kind in die Stadt gegeben hat zu ihrer Schwiegermutter. Hatte man euch gesagt. Also ist das Adanats Kind. Ich weiß nicht. Ich habe Kontakt zu den Führern verloren. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich kenne diesen Platz gar nicht richtig. Und das Kind hat so geweint. Ich muss es erstmal beruhigen, bevor ich mich weitertaste. Sie haben dich hier alleine sitzen lassen?
Ja. Das werden wir aber nicht tun, oder? Nein. Entweder zurück zum Marktplatz oder zum nächsten Platz mit dem nächsten Tor, aber oder zu einem der Luftschiffe, aber die sind am Palast, obwohl wir müssen ja zum Palast am besten. Richtig, wir nehmen sie mit zu einem der Luftschiffe. Mir egal, was wir machen, können wir uns ein bisschen beeilen, bitte? Der Junge hat recht, uns wird Zeit davon. Ihr könnt eure Hand auf meine Schulter legen, wir führen euch. Du bist gemutet. Vielen Dank. Adanat, Adanat, Adanat. Könnte das der königliche Gefährte sein? Der von seinem besten Freund verraten wird. Von mir. Vielleicht. Ja, hilft ja nichts, wir müssen weiter, ne? Los! Ihr kommt jetzt auf jeden Fall nicht mehr so schnell voran, weil ihr die blinde Frau ja mit euch dabei habt. Aber als ihr auf dem nächsten großen Platz seid, wo wieder eine große Menge von Elfen Richtung einem dieser Tore strebt, passiert etwas Ungewöhnliches, denn das Tor kollabiert. Die magischen Energien hören abrupt auf und zuerst bilden sich Risse in dieser bläulich-grünlichen Sphärenstruktur. Und dann mitten, als ein Mann da durchgehen wollte, kollabiert das Tor und lässt ihn am Torso gekappt zurück. Und es bricht Panik aus auf dem Platz. Wir sollten hier ganz schnell weg. Oh oh. Lass uns weitergehen zum Palast. Ihr könnt euch gerade während die Soldaten von der Menge bedrängt werden und es immer wieder so Gespräche auffallen wie: Die Tore sind kollabiert, die Tore sind, wie sollen wir jetzt noch fliehen? Wir müssen alle zu den Luftschiffen. Und die ganze Menge strebt dann in die gleiche Richtung, in der ihr unterwegs seid, nämlich Richtung Palast. Und als dann die Häuser es zulassen, das große Palastgebäude zu sehen, mit dem angeschlossenen Tempelbezirk, sieht man tatsächlich oben auf einem großen, wirklich fast bis in den Himmel, in die Wolken hinaufragenden Turm, wie dort viele Luftschiffe angetäut sind. Und einige davon legen gerade ab und fliegen über die Menge hinweg. Sie fliegen ohne uns, sie fliegen ohne uns, kommt es dann. Und die Panik wird noch schlimmer. Um euch herum laufen Leute, schlupfen sich beiseite, drängen sich an die Ecken. Ihr habt generell auch Mühe, beisammen zu bleiben und nicht mit der Menge mitgerissen zu werden. Schafft es dann aber, euch in eine Seitengasse zu schlagen. Und dann sieht man eine dieser Drachengestalten, wie sie aus den Wolken hinabschießt und mit dem großen Kiefer, der sich öffnet, eine Art Strahl loslässt. Es ist nicht wirklich Feuer, sondern es sieht vielmehr, es sieht nicht aus wie Feuer, es ist kalt. Und es hüllt eines dieser Luftschiffe ein, das daraufhin abstürzt und mitten unten in die Gassen hinabstürzt, in die fliehenden und aufgewiegelten Leute. Nur 2-3 Straßen weiter von euch entfernt. Du bist mute, Rerian. Es soll niemand mehr entkommen. Möglichst viele Opfer soll es geben.
Warum denn der Quatsch? Macht doch gar keinen Sinn. Es geht nicht darum, eine Stadt zu besiegen, es geht darum, ein Volk auszulöschen. Warum soll man das denn machen? Das kannst du vermutlich die purpurne Wolke fragen. Ich rede nicht mit Wolken. Gäbe es nicht deine Mann, diese Viecher nicht irgendwie ablenken? Tja. Wenn in diesen Schiffen vor allen Dingen Flüchtlinge sind und keine Soldaten. Die hat eine ganz gute Quote mit dem Wurfspeer gegen solche Echsen. Und ja. Sind doch gleichermaßen starke Frauen wie Männer an Bord. Sollen sie eins bemannen mit jenen, die sie bereit sind, sich zu opfern, und dann ziehen sie die Aufmerksamkeit dieser Ungetümer auf sich. Dafür können die anderen entkommen. Während ihr noch lauft, zetert, Unverständnis äußert gegenüber dem, was da gerade passiert, ist ein zweites und ein drittes der Luftschiffe abgefangen und schlittert gegen Boden, während einige wirklich durchkommen und auch irgendwie am Horizont verschwinden und nur noch ein einziges Luftschiff dann angetäut am Turm verbleibt. Und wenn er so überschlagt, ein Schiff und die ganzen Leute hier unten in der Stadt, das wird niemals reichen. Und als ihr die Tore zum Tempelbezirk seht, sind dort auch schon eine große Masse an Leuten, die durchgelassen werden wollten, und eine starke, damit beschäftigte elfische Truppenauswahl, die versucht, die Leute aus dem Tempelbezirk herauszuhalten. Bis dann Lariel wieder auftaucht und Amantilada und Lariel kurz mit den Wachen reden und die Leute alle in den Tempelbezirk eingelassen werden. Und es fallen dann so Worte wie: Ja, aber sie können von hier aus auch nicht weg. Die Tore sind kollabiert. Ja, das haben wir auch gemerkt. Aber hier lässt es sich wenigstens gut verteidigen, falls jemand durchbricht. Und ihr seht irgendwie unter den Helmen der elfischen Soldaten leichte Furcht und Panik in den Augen. Es dauert einiges Zeit und merkwürdig ist es, dass ihr immer wieder schnelle Abläufe seht. Leute, die schneller laufen, als sie eigentlich dürften und so weiter. Ihr werdet dank Lariel und Amatilada in den inneren Bezirk durchgelassen, in den Palastbezirk, und nehmt dann tatsächlich, als ihr in einen der Thronsäle eingeladen werdet, weil die beiden euch für euch bürgen, teil an eine Art Ratsbesprechung. Ihr platzt quasi mitten hinein in diese Ratsbesprechung. Mehrere elfische Soldaten um einen großen Tisch, auf dem eine Miniaturausgabe der Stadt abgebildet ist, die leicht schillernd über dem Tisch zu schweben scheint. Und ein sehr, sehr charismatisch aussehender, relativ junger, aber das kann man bei Elfen ja nie so richtig sagen, Mann, der mit den Händen aufgestützt auf diesen großen hölzernen Tisch pocht und dann in eure Richtung schaut, als die Tür aufgeschlagen wird und ihr den Raum betretet. Was soll das? Lariel! Konnte dein Bericht nicht warten? Nein, unser Bericht. Sie nutzen Ratten. Ratten. Aus dem Untergrund. Und sie übertragen Krankheiten. Wir müssen sofort alles, was mit dem Untergrund zu tun hat, schließen. Sämtliche Höhleneingänge, alles, was mit der Kanalisation zu tun hat, müssen alles kontrollieren auf Rattenbefall. Der
Man deutet so kurz zu ein paar Soldaten. Tut, was er gesagt hat. Die nicken kurz und verschwinden daraufhin aus dem Thronsaal. So, und wen hast du uns da mitgebracht? Das sind diejenigen, denen ich verdanke, dass wir überhaupt hier sind. Sie haben mir zweimal das Leben gerettet. Es sind Sumora. Reagiert der Captain gar nicht, oder? Was führt euch in diese Gegend? Visionen. Unter anderem. Visionen sind stark. Ich werfe so einen Blick Richtung Shaya. Wissen wir. Nun, wenn die Sumora euch als Gesandte geschickt haben, dann sind bestimmt Truppen unterwegs, die uns unterstützen sollen, nicht wahr? Das wissen wir nicht genau. Was soll das heißen? Ja, wer weiß, ob die hier ankommen. Da mal gesehen, was da vor der Stadt los ist? Oder am Himmel? Ich habe meine Informationen erdeutet so auf dieses Trugbild, was über dem Tisch schwebt. Und man sieht halt so die Truppen, wie sie so um die Stadt herum postiert sind. Ja, dann weiß ich ja Bescheid, wenn wer von außen dazukommt. Mal gucken, ob die durchkommen, ne? Betrachtet uns als Vorhut. Besser als gar nichts. Jeder Streiter ist uns herzlich willkommen. Aber streiten kann ich mich ganz gut. Dann meldet sich Rian. Ah, und ist mein Sohn schon wieder gekehrt? Nein, er ist immer noch unterwegs. Hoffentlich ist ihm nichts passiert und sie haben ihm den Rückweg nicht abgeschnitten. Erwartet ihr ihn hier? Ja, schon vor einigen Tagen. Ähnlich wie Lariel. Allerdings hat er eine andere Aufgabe. Er sollte Verbündete rufen. Werf so einen Blick in unsere Runde. Kann es sein, dass er der königliche Gefährte ist, den wir suchen? Ganz ehrlich, ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob wir das irgendwie wörtlich nehmen sollen. Bedeutsam, symbolisch, spiegelverkehrt, keine Ahnung. Wenn er der Leibwächter des Königs ist, kommt das einem Gefährten wohl sehr nahe. Nur warum, wenn er der Leibwächter ist, warum wurde ausgerechnet er ausgeschickt, um Verstärkung zu holen? Ich habe meine besten Krieger losgeschickt. Unter anderem Lariel und Adanat. Was soll ich denn mit den besten Kriegern hier um mich herum, wenn sie draußen besser gebraucht werden? Das sind schwierige Missionen gewesen. Nur die Besten können sie bestreiten. Also, ich frage jetzt mal ganz offen, ne? Nehmt mir das bitte nicht übel. Gibt es noch irgendwen anders, den man als königlichen Gefährten bezeichnen könnte? Königlichen Gefährten? Ja, 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 genau. So einen suchen wir nämlich. Nein, ich habe keinen Gefährten. Du? Jetzt bin ich aber mal ganz still. Amatilada dreht sich zu dir um. Das ist der König. Ach. Aber gibt es jemand anderem, Euer Majestät, der als von königlichem Geblüt bezeichnet werden könnte? Außer euch?
Nicht, dass ich wüsste. Danke. Und ich denke, da haben wir die Antwort. Borelas scheint so auf irgendwas herumzukauen. Also man merkt, dass ihm scheinbar was auf der Zunge liegt, aber er nicht genau weiß, wie er das verpacken soll. Hat euer Vertrauter Adanat einen Freund bzw. Begleiter namens Gwanate? Ja. Ist der bei ihm? Also habt ihr ihn mitgeschickt? Der müsste meine Gemächer bewachen gerade. Und wo genau habt ihr Adanat hingeschickt? Wir müssen ihn schnellstmöglich aufsuchen. Ich habe ihn gar nicht irgendwo hingeschickt. Er sagte, er wüsste starke Verbündete und er würde sie holen gehen. Und ich habe ihm gesagt, tu es. Er sagte aber nicht, wie diese Verbündeten heißen oder... Es war nicht die Zeit zum Nachfragen. Wollen ihn irgendwie ausfindig machen? Vertraue ihm meinem Leben. Er ist mein Leibwächter. Wenn er sagt, er wüsste etwas und er macht etwas, dann tut er das auch. Er ist sehr verlässlich. Guter Mann. Nebenbei präge ich mir übrigens das Gesicht des Königs sehr, sehr, sehr ein. Mhm. Fällt ja auch nicht schwer. Das ist sehr eingängig, ja. Wollt ihr denn diesen Elfen, den ihr sucht, sprechen? Wendet er sich an Borealas. Ja. Ja. Wenn es irgendwie möglich wäre. Nun, dann müsst ihr nach da vorne, durch diese Tür, den Gang hinunter. So, und dann werden wir jetzt weiter beratschlagen, wie wir das Ganze jetzt hier, wie wir den Angriff abwehren. Also, seht ihr diese Truppen hier? Sie werden versuchen, durch das Drachentor anzugreifen. Hier, sie haben deutlich stärkere Truppen am Drachentor zusammengezogen. Euer Majestät, gestattet mir eine Frage. Wisst ihr, was der Auslöser dafür ist, dass diese Tore kollabieren? Die Fluchttore? Ja. Wir hatten noch nicht die Zeit, sie sind ja gerade erst kollabiert. Wir haben noch nicht die Zeit gehabt, das zu untersuchen. Ich denke, es ist ein Angriff des Dasa. Natürlich, das Dasa. Was auch sonst? Oder nach dem Kessel fragen? Es kann schon schief gehen. Oder ein Ritual, keine Ahnung. Ich pack so oben so an die Schulter und schieb ihn so ein bisschen nach vorne. Also, Vision und so, lustige Sache. Kann es sein, dass hier gerade zufällig irgendwo ein Kessel rumsteht? Ein wichtiger? Ungefähr so hoch, groß wie eine Badewanne, Füße dran, leuchtet von innen. Nein. Sicher? Vielleicht ganz unten in der Schatzkammer, seit Jahrtausenden nicht gesehen, vergessen, dass er da war, leicht angestaubt. Was wollt ihr denn mit einem Kessel? Naja, Shaya, was machen wir mit einem Kessel?
Ich meine, irgendwas mit beschützen müssen wir den. Ich glaube, er war zuletzt in der Hand von Geschuppten. Ja, das ist der andere Kessel, hoffe ich. Den einzigen Kessel, den ich kenne, ist der Kessel der Kamalan. Wird der auch der Kessel der Wiedergeburt genannt? Ja. Das ist der, den wir suchen. Ist in den Händen der Riesen Kamalan auf den Inseln im Nebel. Shit. Riesen wie Riese? Aber wie groß reden wir hier? Ein Riese halt. So groß, wahlgroß, groß. Sehr groß. Hätte ja auch einfach sein können. Ist es das schon jemals gewesen? Ein Problem nach dem anderen. Das erste Mal war es einfach, als es um die zweischwänzigen zweizähnigen Kopfschwänzler ging. Da war es einfach, da war es eindeutig. Das stimmt wohl. Ja, zwei Zähne, schwarze Kopf. Musst du fangen, musst du zurück nach Torwall bringen. Jetzt! Na gut. Entschuldigung, wir halten die Ratssitzung auf. Ja. Also, das Drachentor. Wir ziehen am besten Truppen vom Löwentor ab und verstärken dort. Dann brennen sie dort nicht durchbrechen. Royalas macht sich schon mal in die angegebene Richtung auf, auch wenn er ein bisschen seiner gewohnten Behendigkeit gerade nicht so hat. Er wirkt eher ein bisschen alleine. Steif. Also er wirkt alleine. Eher ein bisschen steif und sogar blöd. Der geht langsam in die Richtung. Ihr könnt sowieso hinterher. Du bist auch mute. Wenn ihr den Saal verlasst, schießt euch nochmal durch den Kopf, als ihr das erste Mal in Tishiana wart. Ihr seid jetzt das zweite Mal durch das Löwentor durch, quasi. Und das zerstörte Tor war das Löwentor. Moment. Blamieren kann ich mich ja nicht mehr. Ist ja schon, da bin ich ja schon drüber hinaus. Ich stelle mich nochmal neben den König und zeig noch mal dahin. Leute, ihr haltet viel von Träumen, oder? Ich habe letzte Nacht einen Traum von Orima gehabt und die hat mir einen Löwen gezeigt. Das ist doch das Löwentor, oder? Ja. Vielleicht solltet ihr das bewachen. Das wird ja gerade bewacht. Aber die Truppen sammeln sich, des Feindes trümmeln sich am Drachentor. Finte? Ganz ehrlich, die greifen mit Ratten an. Glaubt ihr wirklich, dass die ehrenhaft und geradeaus kämpfen? Wenn sie irgendwas Offensichtliches machen, tun sie bestimmt das Gegenteil. Selbst wenn sie das Löwentor angreifen, die schiere Masse an Kriegern dort wird nicht ausreichen, es einzunehmen. Ich sag ja nur, dass Orima mir einen Traum geschickt hat, ne? Filiasson legt dir so eine Hand auf die Schulter. Jalte. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Aber das alles ist eine Vision hier. Hätte ich doch nicht alle sterben lassen. Eine Erinnerung. Das ist schon mal passiert. Wir können hier nicht viel ändern. Ich glaube, bei aller Selbstüberzeugung der Elfen haben sie nicht mit diesem Ding gerechnet, was dann später hier in der Stadt liegt. Ich denke, das hat vieles gewendet. Ja, Entschuldigung, dass ich mich in eure Taktik einmische. Dachte, ich könnte helfen.
hast es zumindest versucht. Du musst dir da nichts vorwerfen. Wir können wahrscheinlich eh nicht ändern, was hier geschieht. So gern wir es würden. Können wir das Schicksal verändern oder verändert uns das Schicksal? Kopfschütteln stapfe ich einfach in die angegebene Richtung. Ja, ihr lauft Richtung königliche Gemächer und hört dann tatsächlich ein Rumpeln und ein Aufschrei, während ihr über den Gang lauft. Beschleunigt euren Gang und seht dann, dass die Tore, also die großen Flügeltüren der königlichen Gemächer aufgebrochen sind und nach außen hin aus den Angeln hängen. Waffen ziehen? Ja, also Boreal lasse mit schnell ziehen die beide Kurzschwerter und hechte so schnell er kann dahin. Nach außen aufgebrochen. Ja. Also ist irgendwas von drinnen raus. Genau. Da müssten wir dem jetzt direkt in die Arme laufen. Ihr geht hinein in die königlichen Gemächer und seht, dass da alles durchwühlt ist und schon fast zerstört. Und seht dann, es ist dann nicht nur ein Raum, es sind viele, das sind da die Gemächer, verschiedene Räume, Ankleidezimmer und so weiter. Und seht dann an einem Turmzimmer, wo es weiter nach oben geht, eine Wendeltreppe nach oben führt auch, einen gerüsteten am Boden liegen. Und der bekommt Borealas aus seiner Vision bekannt vor. Der mit Rücken an Rücken, richtig? Ja. Mist, verdammter. Bist du das oder was? Nein, das ist der, den... auf den... der sich auf mein anderes Ich verlassen hat. Oh. Fühlt sich komisch an, oder? Ja, wir sind zu spät. Wird mal gucken, ob der noch lebt. Nein, der ist tot. Alter, wenn dein früheres Ich hier ein Verräter für den, wie nennst du den? Bruder? Den Bruderlosen. Ja, wenn der für den gearbeitet hat. Wie geht's dir? Mir hast du schlecht. Irgendwie vor uns in naher Zukunft zu verraten? Nein, aber ich könnte auf den Gedanken kommen, mich umzubringen. Also im übertragenen Sinn. Ich wollte gerade fragen, was sagen, das bringt, aber ja, das ergibt jetzt doch irgendwie Sinn. Okay. Ja, ich brauchte ein bisschen, aber ja. Ja, ich auch. Also ich war auch gerade so, hä? Die Frage ist jetzt, ist das Adanat? Was da? Kurze Frage, by the way. Werden wir eigentlich immer noch von der blinden Frau und dem Baby begleitet oder haben wir die mit dabei? Nein, die sind im Thronsaal geblieben. Fällt mir nur gerade mal so ein. Ja, ich muss mich umbringen, weil mein anderes Selbst, zu dem ich später so wiedergeboren werde, seinen besten Freund getötet hat. Also eine ganz normale Situation. Deswegen dachte ich, ich frage gerade nach. Ein bisschen wirr, wie ich das so sage. Naja, die könnte uns jetzt helfen. Ja, eben, deswegen. Also entweder haben wir sie nachhaltig verstört, aber die Möglichkeit, ihn zu identifizieren, oder? Sie ist nicht nachhaltig verstört, aber wir wissen es nicht. Ist vielleicht irgendwo ein Bediensteter hier, der uns sagen kann, ob das Adanat ist. Vielleicht trägt er einen Gegenstand mit einer Gravur, oder? Dann müsste ich mich dran erinnern. Der trägt, Brief. Der trägt eine Rüstung. Auf dem Boden liegt ein... kunstvoll gefertigtes Wolfsmesser und die Unterkleidung unter der Rüstung hat auffällige
Also es ist ja so Leopardenmuster. Verdammt. Ich kann mich nicht erinnern, ob er es ist. Das Messer. Gehört das ihm? Was denkt ihr? Lasst uns doch schauen, ob er ein Sternenträger ist. Nein, ich würde mal nachgucken. Nein, ist er nicht. Das heißt, irgendwer ist auf jeden Fall noch hier. Und vielleicht hat mein anderes Selbst mehr getan, als nur einen Verrat geübt. Vielleicht sind die Leute durch den Palast auch eingedrungen, wenn er ihnen einen Weg geöffnet hat. Was könnten sie denn dann hier im Palast noch machen? Den König. Mhm. Schnell, dann müssen wir zurück zum Thronsaal. Ich stecke trotzdem mal das Wolfsmesser ein. Ja, der König wird wissen, ob es seins ist. Ihr geht auf dem schnellsten Wege zurück Richtung dem Thronsaal. Und hört dann auf halbem Wege aus einem Seitengang tatsächlich Kampflärm. Wenn ihr um die Ecke blickt, seht ihr einige gerüstete Elfen, wie sie gegen sehr eigenartige Kreaturen kämpfen. Große Gestalten in langen Gewändern. Und als ihr sie anblickt, alleine schon der Anblick dieser Gestalten von hinten, lässt euch ein Schauer über den Rücken fahren. Und dann dreht sich eine dieser Gestalten um und ihr blickt unter der Kapuze dieses Wesens in pure Schwärze. Das Einzige, was man sehen kann, sind zwei leuchtend rote Augen. Und das Wesen dreht sich dann zu euch um und hebt eine Peitsche in der einen und ein Schwert in der anderen Hand. Ist der doof? Wie blöd ist der denn bewaffnet? Ich ziehe meine Axt und mein Schild. Von diesem Wesen geht eine Kälte und eine Unnatürlichkeit aus. Du kannst es nicht mehr richtig fixieren. Es scheint so vor deinen Augen zu verschwimmen. Und wenn du es anblickst, in diese Tiefe, in die Schwärze zwischen den beiden roten Punkten, die seine Augen wohl sind, hineinblickst, scheint es, als würdest du dich in dieser Schwärze verlieren. Und so stark dein Kriegerwille ist und die Verspottung der Waffenwahl des Wesens, dass so irgendwas in dir drin ruft ganz laut: Fliehe! Und gerade sagen, kann man den mit Götterkulte vielleicht identifizieren, was es ist? Ja, würfel mal. Bei regeltechnische Sphärenkundeprobe. Genau, kannst du. Dann reiß mal Götter und Kulte und dann kannst du das, was du da an Qualitätsstufen hast, als Boni für die Sphärenkunde nehmen. Einer immerhin. Borealas auf jeden Fall kriegt große Augen und momentan nur irgendwas von Etragin. Geschaffte Sphärenkunde. Möchtest du noch irgendwas dazu kaufen mit Glückschips oder nicht? Schicksalspunkten. Mit dem Charakter hatte ich ja. Chips habe ich noch. Kann ich machen. Also ich zwei Qualitätsstufen dann. Ja. Dann weißt du, dass es ein Heshtod ist, ein Dämon aus dem Gefolge der Blakaratz, dem Widersacher von Praios. Und du weißt, dass diese Wesen
ja, Dunkelheit lieben, das Licht fürchten, aber gleichzeitig auch Dunkelheit hervorrufen können. Also wenn sie wollen, kämpfen sie immer im Dunkeln. Und es sind halt ja, starke Kampfdämonen. Gibt es denn irgendwas hier, abgesehen von einer Fackel, was wirklich hell machen könnte? Abgesehen von Fackeln nicht, nee. Freios Liturgie. Ja, gerade keiner am Start. Halte weg, Dämon! Und ja, nehme die Beine in die Hand. Und hoffe, dass der Alte hört. Wieder zurück um die Ecke. Also in Jalte kämpfen jetzt gerade zwei Geister miteinander, ja? Der eine sagt Lauf, der andere sagt Greif an. Ja, dann sind sogar drei. Der eine sagt, boah, hau das Ding zu Klump, das ist viel zu gruselig, um es am Leben zu lassen. Der zweite sagt, Alter, bist du bekloppt, renn um dein Leben. Mach's wie Nasir. Und der dritte sagt, klugerweise solltest du weglaufen, um den König zu beschützen und vielleicht Adanat da zu treffen. Ich glaube, die Stimmen gehen 2-1 aus. Von daher folge ich Nasir. Ebenso wie Jalte kurzes Zögern bei Borealas. Aber dann folgt er auch Jalte. Ihr selbst seht, der stärkste Torwaller innerlich ganz kurz nach seiner Mutter und dann rennt man. Aber nur ganz leise. Ihr hört weiterhin Mami. Ihr hört weiterhin Kampflärm und seht dann, dass eins dieser Wesen euch verfolgt und dann auch um die Ecke herum schießt und euch fixiert mit seinen roten Augen. Wichtige Frage, ist es schneller als wir? Es ist relativ gemächlich unterwegs. Und wenn ihr weiter den Gang entlang lauft, könnt ihr sehr schnell auch Distanz zwischen euch und das Ding bringen, ja. Würde ich doch sagen, tun wir das. Hoffen wir, dass es nicht durch Wände gehen kann. Das Ding fliegt. Es geht überhaupt nicht. Das, was ihr dann bemerkt, ist, dass um euch herum eine unnatürliche Dunkelheit irgendwie von den Wänden herunterkriecht und euch umschließen droht. Von der einen Seite die Dunkelheit, von der anderen Seite das Wesen. Und ihr könnt nicht anders, als immer wieder euch umzublicken und zu versichern, dass das Ding nicht schneller irgendwie euch folgt. Als ein gleißend heller Blitz durch den Gang fegt, euch fast blendet und ihr so diese tanzenden Funken vor den Augen habt, als ihr nur noch Schemen wahrnehmen könnt, dass ihr wieder richtig diese Funken weniger werden und ihr in das richtigen Blickfeld wieder bekommt, seht ihr auf der anderen Seite, wo dieses Wesen war, zwei Sachen. Da stehen zwei Elfen, die also der eine steht mit zu euch gewandt und hat eine Art Speer, den er so nach vorne gestoßen hält. In der anderen Hand hat er so auf den Boden gestützt, hat quasi von unten so nach oben gestochen. Und dieser Speer ist ein eigentlich gleißendes Licht. Und um den Speer herum gewickelt ist so eine zähe, dunkle, teerartige Masse, die gerade an dem Speer heruntertropft. Und hinter dieser Gestalt steht Borealas? Mit erhobenem Schwert. Und wahrscheinlich spitzen Ohren. Genau. Interessant. Ich stups Borealas so an. Also, ich glaube, ich habe schon viel Merkwürdiges auf dieser Fahrt erlebt, aber das ist jetzt echt die Spitze.
Die Gestalt mit dem Speer scheint den zweiten Borealas nicht wahrzunehmen. Der gerade mit dem Schwert ausholt. Duck dich! Brülle ich dem anderen zu. Wie weit ist die denn entfernt? Und dann würde ich halt rennen, ja. Ihr seid den Gang entlang, ich denke mal so 5 Schritt. Ich mach was. Jetzt einfach meine Axt. Die fliegt jetzt einfach. Zack. Da fliegt die Axt und da fliegt Borealas. Und da fliegt Borealas gegen Borealas. Das Duck dich kommt wirklich in dem Sinne gerade ziemlich gut. Der eine Elf reagiert und duckt sich tatsächlich nach unten weg. Und das Schwert saust über seinem Kopf hinweg in die Wand. Dann wirft Jalte seine Axt an dem vorstürmenden Borealas vorbei. Der sieht noch, wie die Axt ihn überholt. Mach mal eine Wurfwaffenaktion gerade, Jalte, für deinen Axt. Bitte jetzt nicht patzen. Würde das gelingen? Gelingt genau. Klingt genau. Ein Borealas wird auf jeden Fall getroffen. Ob er wirklich richtig steht. Das ist leicht verwirrend gerade. Ja, man sieht, wie die Axt den Elfen trifft. Und ihn, also der hat ja gerade sein Schwert quasi in die Wand gerammt, weil er den anderen ja schlagen wollte. Und die Axt trifft ihn quasi so in der Schulter. Aber der ist halt auch gerüstet und fällt dann auch irgendwie. Der zuckt dann so zur Seite weg, reißt sich das Axtblatt irgendwie so aus der Wunde heraus. Und in dem Moment zieht er das Schwert wieder nach oben, als Borealas angreift und über den anderen mit dem Lichtspeer bewaffneten Elfen hindrüber springt und eine Attacke machen kann. Ja, das ist jetzt. Alles so ein bisschen, ja, sie wird tatsächlich halt Anlauf nehmen und dann das letzte Stück springen, um mit beiden Klingen voranzustürmen. Ich guck mal gerade da. Erste würde treffen. Mach die zweite mal mit direkt. Okay. Würden beide treffen. Bevor ich nochmal was mache, ich habe vergessen, dass der Jalte noch Schaden würfeln muss. Oh, ja, mache ich. Die Axt hat er getroffen. Ja, sicher. Mal gucken. Ja, geworfen. Ich orientiere mich da mal eher dann am Wurfbeil. Dann wären 6 Trefferpunkte. Ja, beide Attacken von Borealas treffen. Ja, das ist, damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet. Das ist schön. einmal 14. Einmal 15. Also saust nach vorne in der Flugrolle und sticht dann zweimal hier an die Seite, genau da, wo die Rüstung ausläuft. Genau. Zack. Ja. Quasi so wie in Troja der Achilles-Move. Genau, ja. Da an die Seite. Das verfehlt seine Wirkung nicht und der Elf geht zu Boden. Roll, roll, roll. Pff. Du blickst dann quasi auf dein elfisches Selbst hier runter, was jetzt irgendwie röchelnd am Boden liegt und dich mit ungläubigen Augen ansieht. Ja, dann würde Borealas tatsächlich sich zu ihm, also zu sich knien, zu ihm knien. Sehr befremdlich. Ich verstehe das. Auf Istira. Ja.
Er öffnet den Mund und versucht so irgendwie zu sprechen, aber es kommt nur so ein Schwall Blut aus dem Mund. Du musst dir vergeben. Deine Absichten waren gut, aber sie haben zu Furchtbarem geführt. In dem Moment versucht er, sich aufzubäumen, so hochzuziehen. Packt Borealas so am Kragen. Mhm. Wie reagiert Borealas? Wird er geschehen lassen. Dann fühlst du einen schmerzenden Stich in der Seite. Okay. Hat dir gerade, er hat sich so quasi zu sich runtergezogen und hat dir quasi einen versteckten Dolch in die Seite gerammt. Ja, da gibt es einen Schmerzenslaut von Borealas und dann wird er ihm die Kehle durchschneiden. Ja! Fleisch! Nochmal 6 Trefferpunkte für Borealas. Mal sehen, ob ich mich jetzt auflöse. Der Elf mit dem Speer steht neben dir und hält dir so seine Hand hin. Ich lass mich hochziehen in der... ja. Danke, Freund. Ich hab noch zu tun. Und dann blinzelt ihr beide alle irgendwann kurz und dann ist er schon nicht mehr zu sehen. Ich hätte es wissen müssen, das bin ja ich. Guckt so auf die Seite, so, wo vielleicht noch der Dolch so halb drin steckt. Ich hätte es genauso gemacht. Ich fühle mich irgendwie komisch. Der Gang ist leer. Wenn er wieder um die Ecke schaut, wo eben noch die Hashtots waren, seht ihr da nur einige auf dem Boden liegende elfische Wachen und einige Teerpfützen auf dem Boden verteilt. Das ist unser Glückstag. Los in den Thronraum. Ja. Ja, ihr seht dort, wie einige der elfischen Wachen den König irgendwie so zurückgedrängt haben, irgendwie mit Spieß und Schild quasi abschirmen, während ihr die Tür aufmacht. Und dann sich relativ schnell entspannen, als ihr halt wieder reinkommt. Ist es vorbei? Wir haben zumindest keine mehr gesehen. Eine andere Tür auf der anderen Seite des Saals geht auf und der Elf mit dem gleißenden Speer, der jetzt gar nicht mehr so gleißend aussieht, sondern eigentlich nur wie ein normaler Speer, betritt den Raum. Ich kann ihre Anwesenheit nicht mehr spüren. Ich denke, ich habe alle erwischt. Das ist gut. Wie konnte das geschehen? Wo kam die her? Aus den königlichen Gemächern. Gwanatel hat sich als Verräter erwiesen. Das kann nicht sein. Wir haben es gesehen. Dank uns ist er noch am Leben. Der Elf nickt. Der König tritt vor. Danke euch für eure Taten, für alles, was ihr getan habt. Träume und Visionen. Man sollte ihnen öfter folgen.
Der Elf mit dem Speer stellt sich nun vor Borealas. Ich schulde dir mein Leben. Und gleichzeitig hast du wohl versucht, mich zu töten. Ich verstehe diese Sachen auch noch nicht so ganz, aber ich glaube, damit ist das Konto ausgeglichen. Er greift so auf seinen Rücken, da ist irgendwie so ein Schwert irgendwie festgeschnallt, zieht das. Und du siehst auf eine Klinge, die so halb weißlich, halb schwarz eingefärbt ist, mit elfischen Runen drauf verziert. Unglaublich scharf anscheinend, weil als er herunter die Klinge herunterfahren lässt, dabei einmal kurz durch seinen Ärmel durchschneidet und das irgendwie wie Papier durchtrennt wird. Dann lässt er es so in der Hand herumwirbeln und reicht dir so den Knauf des Schwertes. Ich neige mich so zu Nasir. Toll, jetzt kriegt er ein Schwert geschenkt und ich habe immer noch kein Schild. Doch, du hattest letztes Mal ein Schild gekriegt. Oh. Also siehst du mal, wie ich in einem Schildmecker-Modus drin bin. Dann wird der Borealas sich, also verneigt sich vor ihm mit einem kurzen wieder ab. Und irgendwas an dieser Klinge, die du jetzt irgendwie in der Hand hältst, fühlt sich richtig an und irgendwas kommt dir bekannt vor an dieser Klinge. So, mal kurz einmal schwingen. Nur mal so ganz leicht. Macht so ein fast, als würde so ein kleiner Windhauch entstehen, als du es durch die Luft schwingst. Ich werde es in Ehren halten. Er nickt kurz. Ich muss los. Das Tor muss verteidigt werden. Nur Dao. Zieht kurz seine Augenbraue hoch, nickt. Ich würde gerne den Wurf einmal chippen. Mach das. Es wird nicht und besser. Und damit lasse ich's. Das ist so, drückt so drauf und ich glaube, der Dolch sitzt an einer ziemlich blöden Stelle. Filiason schaut so zu Shaya. Kannst du ihm helfen? Ich kann es versuchen. Ich war in letzter Zeit auch nicht gerade sehr glücklich dabei, aber zeig mal her. Ich zieh raus, du drückst drauf. Mhm. Ich könnte 3 QS anbieten. Na. Prima. Wenn du einen Chip ausgibst, sogar 4. Ach ja, komm. Die Kämpfer müssen ja fit sein für das, was kommt. Easy. Ja, legst ihm einen Travia-gefälligen Verband an. Ich bin übrigens fast bei der Hälfte meiner Lebenspunkte angekommen. Im Ganzen. Ach so, von den Ratten, weil sie noch was abgezogen. Okay. Falls wir die Möglichkeit haben, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, kann ich dir vielleicht noch mehr helfen. Ruhe ist vermutlich das, was wir bald nicht mehr haben. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann vielleicht dürfen wir irgendwann so dreist sein und um magische Heilung bitten. Warte mal so. Also ich würde sie nehmen. Die blinde Frau, die ihr gerettet habt, tritt nach vorne.
guck dann so kurz mit der Hand so über dein Gesicht. Dann gehen die Hände so an der Seite weiter auf die Wunde drauf. Und dann hörst du sie irgendwann singen und die Wunde schließt sich. Nicht vollständig, aber zumindest existiert die Wunde an sich nicht mehr. Der lässt ein narbiges Gewebe, was noch ziemlich weh tut, aber... Danke sehr. Wir haben euch zu danken, mein Fenvarin. Wenn ihr euch ausruhen wollt, werde ich euch ein paar Zimmer zuweisen. Wir suchen auch immer noch Adanat, oder? Ach ja, wir müssen auf ihn warten. Nebenbei, ich hole den Dolch raus. Wisst ihr, wem der gehört? Welchen Dolch hast du jetzt rausgenommen? Diesen Schwert. Ach ja. Das Schwert. Die Klinge, die ich eingesammelt habe, von dem toten Elfen, von dem Verraten. Das ist die Klinge des Zerzalpriesters. Der ist ermordet worden. Nicht von mir. Ich habe nur die Klinge aufgesammelt, damit wir ihn identifizieren können, weil wir nicht wussten, wer das ist. Meine ganz dumme Frage nebenbei. Kennen wir das Schwert? Das ist die Klinge, das später von hier dem Typen geklaut wird, weswegen Lailat uns irgendwie begegnet ist, weil sie das Schwert zurückholen muss. Ist es das Schwert? Ja. Selflanatil. Wie das verfluchte Schwert! Moment. Ich habe gerade das Schwert in der Hand, das Beorn die ganze Zeit durch die Gegend, mit dem der so zum krass. Okay. Weil ich kam gerade drauf, wegen den Wölfen. Das hat Ernstin geklaut. Ich habe mich auch eben vertan. Es war nicht der Zerzer. Der Zerzerpriester hat die Hashtoes kaputt gemacht. Rima-Priester war der, genau. Das heißt, das ist ein heiliges Schwert der Urima? Selflanatil. Ach ja. Selflanatil. So 21, 22, Moment. Ich glaube, Volker stippt die Alte mal so kurz in die Seite so. Ey, das Schwert kennen wir. Das hat Björn geklaut. Um ehrlich zu sein, ihr habt das nie so richtig lange sehen können, ne? Weil wir hatten es ja nie. Wir sollten es zurück in den Orima-Tempel bringen. Ja, wo ist denn der? Der Rosentempel. Ja, wenn ihr dorthin wollt, ich führe euch. Immer ein Tempel ist immer richtig. Oder habt ihr was dagegen? Ich gucke so in die Runde. Ja, da waren wir ja schon mal. So geflüstert. Sag da nicht dieses riesige Vieh mit dem Speer drin, den man noch nicht wollte. Noch nicht. Aber bald. Aber da kann man sich vielleicht sauber machen. Vielleicht kann die Alte da seine Weihe bekommen. Ja, den Weg zum Ruhima-Tempel führt auch hier wieder durch diese Teleportationsrosen. Das Ganze kennt ihr schon, das ganze Gebäude. Kommt euch alles sehr, sehr bekannt vor. Nur, dass das jetzt alles bevölkert ist, weil hier auch noch Priesterschaft herumläuft und einfach viel lebendiger und in Benutzung aussieht. Aber ihr könnt euch gerne da auch nochmal ein Bad nehmen. Ihr wart ja gerade im Noti-Tempel im Bad, das könnt ihr auch nochmal da ein Bad im Orima-Tempel nehmen.
Falls ihr allerdings in den Raum geht, wo ihr Urima begegnet seid, der Statue ist, ist dann nur so eine, Urima begegnet seid, da ist nur die Statue. Oh. Also Borealas würde auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen und die Rattenwunden, die hat er ja zwar ausgebrannt, aber kann noch mal quasi mit Wasser, also mit heiligem Wasser noch mal zu säubern. Ja, das würde auf jeden Fall sehr gut tun und die Wunden werden gut gereinigt dadurch. Ja. Leute, meint ihr, Urima müsste hier irgendwo auch sein in der Erinnerung? Ich glaube, sie ist hier. Aber ich sehe sie nicht. Siehst du Travia immer, wenn du im Tempel bist? Nein, Travia. Ja, recht. Manu. Also manchmal stellst du echt selten dämliche Fragen. Die Alte stellt die Fragen, die sich andere nicht trauen. Ich meine, natürlich ist sie hier, aber hast du wirklich erwartet, dass sie tatsächlich immer so manifest ist, wie sie es war, als sie zu dir gesprochen hat? Also ich dachte eigentlich, die wohnt hier. Naja, man könnte meinen, du wärst nicht mit den 12 Göttern aufgewachsen. Natürlich wohnt die hier. Aber ich weiß keine der 12. Ja, so wie ich es verstehe, funktioniert es aber genauso wie mit unseren Göttern. Urima wohnt in jedem Urima-Tempel, genauso wie Nurti in jedem Nurti-Tempel wohnt und Travia in jedem Travia-Tempel. Das heißt jetzt nicht, dass sie aber immer da ist, nur um mit dir zu sprechen. Ich glaube, auch wenn wir es vermutlich nicht sehen und erleben werden, wird sie das ein oder andere Wunder für die wirken, die in der Stadt verbleiben. Hat also gerade alle Hände voll zu tun. Was ihr wisst, ist ja, dass der Rosentempel quasi aus der Realität entrückt war. Ja. Naja, wo soll ich das Schwert jetzt hin tun? Also die Priesterschaft nimmt das an sich. Tja, dann müssen wir jetzt vermutlich warten, dass das passiert. Ihr verbringt einige Zeit noch und mit den Waschungen und seht euch noch ein bisschen in dem bevölkerten Tempel um. Es ist tatsächlich so, dass die Elfen hier schon sehr viel herausgeräumt haben. Also es gibt ja kaum noch wirklich Leute, die den Tempel jetzt nutzen könnten, weil die ja alle auf der Flucht sind. Und der König ruft euch dann noch einmal zurück in den Thronsaal, als tatsächlich etwas Schlimmeres passiert. Denn wie ihr vorgesagt hattet, ist ein riesiges Wesen angekommen und hat das Löwentor zerschmettert. Und die feindlichen Truppen sind eingefallen in die Stadt. Und man hält jetzt nur noch den Tempelbezirk, in dem ihr euch aufhaltet mit dem Palast. Und Fenvarian gibt dann den Befehl, alle, so gut es geht, in den Rosentempel zu bringen und auf der obersten Etage bei dem angelegten Luftschiff in das Luftschiff zu evakuieren. Dann wendet er sich so an euch. Ich weiß, wir kennen uns noch nicht lange, aber irgendwer muss diesen Tempel verteidigen.
kann ich mich verlassen, dass er an meiner Seite kämpft. Der Letzte, der diese Stadt verlässt, werde ich sein. Mal deswegen sind wir hier. Um das zu sehen. Wo auch immer es hingeht. Selbst wenn die Mauern des Tempelbezirks fallen, sie müssen über den Platz vor dem Rosentempel. Wir sollten den absichern. Wissen wir. Dann folgt mir. Und schon jetzt sind alles, was geschieht, begleitet durch mehrere Detonationen und Einschläge, Feuer, das ausbricht. Über eure Köpfe hinweg fliegen diese Drachenwesen und die Luft ist teilweise auch erfüllt von menschengroßen fliegenden Wesen, die in Schwärmen fliegen, insektoide Flügel haben und hummerartige Scheren anstatt Händen. Und überall, wo ein solcher Schwarm entlang fliegt, entsteht nur noch Chaos. Ich habe das zwar noch nie gesagt, aber jetzt ist es an der Zeit. Das ist nicht die Schönheit der Welt. Ich wollte schon immer einmal sehen, wie es ist, wenn man verteidigt. Er zieht seinen Säbel, also der Verland hier. Ich frage mich nur, wie wir aus dieser Erinnerung wieder raus sollen. Indem wir sie beenden oder durchleben. Hier bleibt nichts Lebendes zurück. Wir müssen den Elfen finden und dann möglichst schnell wieder aus der Stadt raus. Irgendwie. Den Elfen mit dem Stern. Oder so. Oh. Und scheinbar müssen wir dann auf eine Insel mit dem Kessel. Eins was sehr merkwürdig ist, weil der Typ von den Inseln im Nebel hat uns erzählt von einem Kessel auf den Inseln im Nebel. Ja, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal den Sternträger suchen und raus hier. Genau. Ja. Wir haben doch einen Sternträger. Jetzt Richtung Borealis. So, wirklich so ein Grinsen, fängt kurz breit an zu grinsen. Was? Der ist kein Elf. Nicht mehr, ne? Denk daran, was du gerade vorhin gesehen hast. Ja, aber den haben wir ja umgebracht. Und ich bin noch hier. Naja, wenn er so eine Art Wiedergeburt von ihm ist. Das heißt, wir nehmen jetzt Borealis und verschwinden. Aber wir sollen doch rausfinden, was mit dem König passiert, warum der verschwindet. Ey, Borealis, ernsthaft, bist du diese zweite Geburt von dem Gefährten, von dem König? Haben wir den ganzen Mist hier umsonst durchgezogen? Bist du eigentlich bekloppt? Kannst du uns das nicht zwei Wochen vorher sagen? Zu meiner Verteidigung. Oh, Alter, alles gut, nicht umbringen, wir brauchen den, glaube ich, noch. Zu meiner Verteidigung, ich war ahnungslos. Ich prügel dich gleich besinnungslos! Das wäre keine große Herausforderung. Du solltest deine Kräfte für anderes sparen. Hört auf! Hier prügelt keiner den anderen besinnungslos. Und ich glaube, dass das auch vermutlich, es gibt vermutlich mehrere mit sowas. Moment, mein Filiason. Oben? Woher kannte Felantir das Lied von Adanats Mutter? Wenn Borealis schon so komische Visionen hatte? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist er das Baby. Was hoffentlich in irgendeinem Schiff sitzt, das nicht von einem Drachen gefressen wurde. Was wahrscheinlich ist, weil er ja noch da ist. Ich drehe mich um, er hoffentlich ist er noch da. Phileason tritt zu Felantir hinüber und
reißt so ein bisschen an seiner Kleidung hinten, dass der Rücken entblößt wird und tatsächlich Philant hier trägt ein Sternenmal. Galte der auch nicht. Also nicht hauen. Keine Sternenträger hauen. Da steht doch bestimmt irgendwie eine teure Vase rum, oder? Ich drück die Alte einfach in die Hand. Ja, viel Zeit habt ihr auch gar nicht, um euch großartig Gedanken zu machen, denn die gegnerischen Truppen stürmen tatsächlich in den Tempelbezirk hinein und man sieht diesen riesigen Obelisk, wie er den habt ihr ja auch schon mal gesehen gehabt, und wie er aus dem Himmel herabstürzt und quasi einen verwüstenden Eindruck macht, wie ein Schwert, das vom Himmel herabgestürzt wird, dass diese Wolken selbst ein Schwert führen würden und es in den Boden in die Stadt hineinrammen und eine klaffende Wunde zwischen den Häusern hinterlassen. Der gehört dir, Jalte. Dann sieht man diesen Riesen, dieses riesige Wesen aus Schwarz, man kann die eigentlich nur Schemen wahrnehmen wieder, dass sich mit einer großen Pranke irgendwie einige elfische Krieger von ihren Stützpunkten auf den Häusern irgendwie hinwegfegt und dann das Eingangstor zum Tempelbezirk einfach so wegsprengt. Ihr seht Zwerge, ihr seht Menschen, ihr seht Echsen, ihr seht Oger, Trolle und ihr seht Wesen wie diesem, die merkwürdig grotesk verzerrt wirken. Menschen gepaart mit Krabben, Menschen gepaart mit anderen Tieren und Vögeln und Affen und allem möglichen drum und dran. Und ihr seht in Schwarz gerüstete Krieger zwischen den Truppen, die mit tödlicher Präzision Pfeile abschießen und Speere werfen. Und im Nahkampf gegen die hochelfischen Verteidiger merkwürdige magische Lieder an Stimmen, die grotesk verzerrt wirken. Kein Wunder, dass die Elfen keinem der anderen mehr vertrauen. Da war ja alles. Und sogar alles miteinander kombiniert. Gott wird in eurer Mitte wüten und es ist gut so. Das ist nicht gut so. Ich hasse es, das zu sagen. Aber sollten wir nicht Fersengeld geben? Keine Ahnung, wir müssen immer noch rausfinden, was mit dem König passiert wird, wo er gefangen gehalten wird, was zur Hölle eigentlich los ist. An euch. Wenn ich jetzt rausfinde, dass der Typ immer noch in Tishiana, die da jetzt nicht mehr reinkommen in der Realität, dann... An euch vorbei rauscht der Zerzai-Priester mit dem hellen gleißenden Speer und läuft tatsächlich alleine auf dieses riesige schwarze Wesen zu, das gerade das Tor zerstrümmert hat. Den Speer kenne ich irgendwoher, glaube ich. Dieses Vieh kenne ich, glaube ich, auch irgendwoher. Und in dem Moment bricht durch die Mauerwand eines Gebäudes rein und rechts von euch zerberstet die Wand und ihr steht vor einem großen Oger, der mit einer riesen Keule die Wand einfach weggesprengt hat. Und nur ein lautes Brüllen von sich gibt und seinen ekligen Gestank aus seinem Mund herauskommt und von euch wahrnehmbar eine merkwürdige Mixtur aus Fäkalien und viel zu altem Fisch. Oh.
Borealas, du rechts, ich putze ihm die Zähne von links. Ei. In der Mitte, auf dem Platz, den ihr verteidigen wollt, kommt auf einmal eine Art Bohrkopf aus dem Boden heraus, öffnet sich und ein gutes halbes Dutzend Zwerge in voller Montur und mit Streitäxten steht auf einmal mitten auf dem Platz. Einige schwarz gerüstete Krieger springen von den Häusern rechts um euch herum auf den Boden. So soll es denn nun sein. Finvarin zieht sein Schwert. Verteidigt den Rosentempel um alles in der Welt. Wir ziehen uns beim Tor zusammen. Philiasson brüllt: Schildwall! Wenn man hier tut, bleibt am Leben! Hinter den Schildwall. Hinter den Schildwall. In den Schildwall. In den Schildwall. Schade, vielleicht könnten wir so etwas wie eine Zone brauchen, wo diese Wesen nicht reinkommen können. Diese fliegenden Dämonen oder was es ist. Ich kann es versuchen. Shaya fühlt sich ja eigentlich ziemlich verlassen von ihrer Göttin. Aber. Ja, aber bevor ich gar nichts tue. Fleht sie jetzt trotzdem an. Dass sie uns ihren Schutz gewährt. Ja. Puh, mit den Würfeln noch einen QS von 3. Wahnsinn. Genau. Ihr seht, wie Shaya durch ein gleißendes Licht gehüllt wird, während sie spricht. Das merkt Shaya wahrscheinlich selber gar nicht so sehr, während sie ihr Flehen an Travia richtet. Kommt dann auf einmal Licht von hinten, hinter dem Schildwall her. Und eines dieser Flugwesen stürzt sich auf euch und macht tatsächlich im letzten Augenblick einen Schlenker und fliegt wieder davon. Und dann würfeln wir noch mal kurz Initiative. Nasir hat 22. Und was hat Ohm? 15. Ganz schlecht gewürfelt. Shaya hat 19, aber die ist ja auch gerade beschäftigt. Und dann kommt 22 für den Jalte. Irgendwie ist Jalte immer gleichzeitig mit Nasir ungefähr so dran, ne? Zufall! Borealas 21. Rechnen uns eigentlich ab, wir sind Initiative-Buddies. Aber ich glaube, Nasir hat den höheren Grundwert, ne? 18? Ja. Also ist Nasir zuerst dran. Alter vor Schönheit. Ja, aber Nasir wird da zurückstellen, bis jemand an den Schildwall kommt oder durch den Schildwall kommt. Wir haben ja gelernt, wir bleiben hinter dem Schildwall. Jo. Dann Jalte kann sein Kampfmanöver mal machen, wahrscheinlich. Ja, wie sieht denn das jetzt gerade aus? Also sind die schon nah bei uns dran, oder? Ihr habt euch quasi vor den Treppen des Eingangs von dieser Teleportationsrose irgendwie zusammengezogen. Und vor euch steht halt dieser riesige Oger und die Zwerge und einige Bogenschützen in schwarzen Rüstungen. Okay, aber auch in Schlagdistanz irgendwas, ja? Ja, die laufen jetzt gerade auf euch zu. Also besonders der Oger ganz vorne. Zwerge mussten sich erstmal orientieren. Ja,
Gib mir mal ein kurzes Briefing, wie groß der Ogre ist. Der ist ungefähr so 5 Köpfe größer als du. Das sind also Menge Köpfe. Also in etwa 3,50. Mhm. Ja, da muss ich ja noch nicht mal auf die Knie zielen. Dann kann ich dem ja auch direkt einen. Ja, ist ja auch kein Riese, ist das halt ein Ogre, ne? Ja, alles gut. Alles gut. Aber dann kann ich dem jetzt direkt voll einen in die Milz setzen. Und das mache ich auch. Ja, volle Pulle, ne? Jo. Wenn er so rankommt, kriegt er volle Pulle ein aufs Brett. Und ich treffe. Mhm. Oh, der Oger weicht dir sogar aus. Zuckt so ein bisschen zurück, hättest ihm diese Gewandtheit gar nicht zugetraut. Und lässt dann einmal so die Keule so über dem Kopf kreisen, als dann Shaya dran ist. Aber ich glaube, du bist beschäftigt mit deinem Gebet. Und, ah ne, Borealas war vorher noch dran gewesen. Entschuldigung, Borealas. Ja, übliche Strategie, um Jalte herumpieksen. Ich meine, es ist jetzt quasi, Pieks ist jetzt halt quasi, das Knie ist ja quasi schon fast in, ne? Ja, also, das ist in Reichweite definitiv, ja. Gibt es jetzt einen Stich gegen die Kniescheibe? Erste Attacke gelingt. Ja. Dann sind das 13. Mhm. Wie passend. Huhu. Hast du nicht abgesprochen mit dem Gott und den Weiter Namen. Attacke kommt dann mit der gedrehten Klinge, um nochmal quasi unter die Kniescheibe wirklich zu hebeln. Mhm. In der Hoffnung, dass er halt vielleicht auf ein Bein runtergehen muss. Oder es. Ja. Würde auch treffen. Jo. Lord Borealas hat noch nie einen Ogre gesehen, aber das ist eine andere Geschichte. 15. Quack! Ja, du merkst es, wenn du gegen die Haut des Ogers stichst, versuchst du an seiner Rüstung vorbeizustechen, dass da sehr dicke, ledrige Haut ist und dein neues Schwert tut aber sein Übriges und treibt sich tief in das Knie des Ogers, der aufheult und einen großen Schwinger macht mit seiner mega fetten Keule. Und noch bevor oben dran ist, attackiert. Und diese Keule über eure Köpfe hinweg saust und einen so einen Lufthauch hinterlässt. Dann ist oben Volker dran. Ha, ja gut. Probieren wir den mal zu hauen, ne? Mhm. Ich probiere es mal mit einem Wuchtschlag 2. Wenn schon, denn schon. Ja. Ja, sieht gut aus. Mache er Schaden. An ich versuch's zumindest. Ekligen, übel stinkenden Geschöpf des Namenlosen. Oh. 10. Phileasson greift auch noch mal an. Trifft. Nicht verteidigt. Nochmal 12 Schaden. Oder 12 Treffer. Und dann Felantir. Ah, der singt mal was. Das können wir. Singende Elfen. Sachen gibt's. Ja. Da stimmt ein kleines Lied an.
Und dann laufen die Zwerge nach vorne, sind aber noch nicht in Reichweite, weil sie sind halt Zwerge und ziemlich langsam. Auf ihren kleinen Beinchen. Ich würde da auch so langsam meinen zurückgesetzten Aktion einschieben. Genau, dann bist du ja dran. Wenn, das die Alte und Bruder, letzter. Das ist ja schon bei dem Ogre. Ja? Du bist ja dann quasi letzter. Ne? Ja. Genau. Die Alte und Bruder, das schon mit dem Ogre kämpfen, da der Schild bei sich gelöst hat, dann springe ich da auch dazu und versuche den Ogre auch in empfindliche Teile zu stechen. Also entweder Kniekehlen oder was gerade so schutzlos rumeiert, sagen wir es mal. Es eiert. Super, danke. Zwischen die Lenden, also zwischen die Beine durch den Lendenschutz hindurch auf alles, was da baumelt. Will treffen. Ja. Trifft. Einmal für 13 Schaden. Direkt kurz den zweiten Stich hinterher, wo es schon das erste Mal gut funktioniert hat, würde auch treffen. Ja. Mit 10 Schaden. Der Ogre taumelt und fällt nach vorne über vor euren Schildwall und atmet tief und schwer und aus einigen eurer Wunden blutend, vor allen Dingen im Lendenbereich und am Knie. Und das ist gut, jetzt können wir den als stinkenden Schutzwall benutzen, ne? Ja, die Zwerge laufen in eure Richtung und schon schlagen um euch herum einige Pfeile ein und poltern auf den Schildwall ein. Ja, ich hoffe, wir gehen alle hinter der Ogerleiche in Deckung und halten das Schwert. Ja. Deswegen trifft euch auch von den Pfeilen erstmal nichts. Ihr seht, dass einer von diesen Schwarzgerüsteten nach unten gesprungen ist und hinter Shire gelandet ist und gerade Fenvarien mit dem gerade im Nahkampf ist. Quasi verhindert hat, dass das Ding Shire angreift. Einige von Fenvariens Leibgardisten sind ebenfalls mit Elfen aber etwas abseits des Schildwalls zugange. Und dann ist Nasir wieder dran. Ja, dann verschaffe ich mir einen Überblick, ob ein anzugreifender Gegner in direkter Reichweite ist, beziehungsweise ob ich mich dann wieder zu weit aus dem Schildwallbereich raus. Du könntest den Schildwall nach hinten verlassen, an Shire vorbeilaufen und Fenvarien unterstützen gegen einen dieser Schwarzgerüsteten. Genau. Fenvariel, ich eile dir zur Seite. Wollen wir so eine He-Man-Ankündigung machen. Ja. Erreiche ich da schon jemanden in der Kampfrunde? Ja, mach mal. Mach ruhig. Okay. Dann springe ich da zur Seite und schütze die Flanke mit einem kritischen Treffer. Ja, trifft. Ja, schauen wir da mal. Für einmal 32. Ja, sag mal, wie du den tötest, den Elfen. Ja, ich glaube, das ist ganz klassisch, rapiert durch die Kehle durch. Schneller geht, glaube ich, nicht. Und sauberer. Deine Waffe dringt bis zum Anschlag durch den Hals des Dunkelelfen. Und du merkst so als Geweihter des Avis irgendwie so ein Kribbeln auf der Haut, als deine Hand sich der schwarzen Rüstung des Wesens nähert. Dann ziehst du das Schwert direkt wieder, also dein Also kann ich kombinieren, dass die irgendwie unheilig sind. Quasi. Ihre Rüstungen sind unheilig! Spring auf die andere Seite und stech nochmal zu. Ja. Immer mehr von diesen Schwarzgerüsteten springen von den Dächern. Ja. Ja, mein Freund, du hast kein Glück.
aber auch nur 11. Nimm das! Ja, und ein weiterer tiefer Stich in einen der Angreifer. Durch die Bresche, die der Oger geschlagen hat, kommen nun einige Menschentruppen und Echsen hervor. Die quetschen sich da quasi durch, ein Schwall von Kriegern, der da durchbricht. Einen bestimmt 30, 40 Leute. Und dann seht ihr nach oben wieder und seht ihr einen von diesen Schwarm von diesen Scherenhänden, Viechern, wie die als Schwarm halt auf euch herabstoßen. Und quasi wie auf so ein komisches Schild zu prallen scheinen. Und sich dann quasi wieder, das ist eine leicht schillernde Kuppel, die sich über euch gebildet hat. Und diese Wesen ploppen da quasi alle drauf. Und das macht so. Und dann hört ihr dieses Klacken der Scheren und die versuchen halt, sagen wir, da irgendwie dann rumzureißen und so. Und ihr blickt euch herum und seht dann Shaya irgendwie, wie sie da betend steht und irgendwie Schweiß auf ihrer Stirn ausbricht. Und dann ist Galte dran. Ja, also ich werde den Schildwall nicht verlassen. Das ist meine Linie. Du, Ohm und Phileas, und ihr seid die Einzigen, die ja den Schildwall bilden, quasi, ne? Ja, aber wir stehen doch direkt vor dem Oger, Zugang. Ja. Also, Ogerleiche. Ja, genau, aber auch vor dem Zugang, oder nicht? Ja, nee, ihr seid ein bisschen weiter weg von, weil der Oger ist ja auf euch zugestürzt. Ihr habt die Treppe verteidigt, quasi. Ne? Also, die stürmen quasi jetzt aus dieser Bresche raus. Und irgendwann nächste Runde erreichen die euch, die Ersten. Obwohl, übernächste Runde erst. Nächste Runde wahrscheinlich die Zwerge, weil die sind ja schon da. Also damit ich das jetzt gerade mal so richtig erfasse, macht es Sinn, das Ganze noch mal ein bisschen nach hinten zu verlagern, um da einfach den Es gibt den nicht Winkel mehr groß nach hinten. Hinter euch ist Shaya und Fenvarien und dann fängt schon der Eingang zu dem Rosenblatt an. Viel gibt es dann nicht mehr zurück. Okay. Verteidigt jetzt quasi zu dritt unten die Treppe und hinter euch ist noch der Treppenabsatz, da steht Shaya und Fenvarien drauf und die Leibgarde von Fenvarien zu einer Seite und kämpfen gegen die Chakagra und dahinter ist der Eingang zu unserem großen Tempel. Ja, dann weise ich die restlichen Leute, die mit mir hier stehen, Borealas wahrscheinlich dahinter und die drei also im Schild, weise ich jetzt noch mal genau ein, wo die Lücken sind, wie wir den Schildwaller am besten halten und wie wir da kämpfen können, um allen +2 auf den Angriffswert zu ermöglichen. Dafür musst du eine Kriegskunstprobe oder sowas machen, oder? Ich brauche eigentlich nur den schnellen Wert, aber ich mache Dingenswert, aber ich mache gerne auch noch eine, wenn du sagst, ich brauche. Ist okay, dann machen wir es so. Geht auch schneller. Dann haben wir Shaya, die immer noch betet, wahrscheinlich, und euch die Fliegeviecher vom Hals hält. Und dann haben wir. Ah, ne, Borealas. Ich überspringe Borealas immer. Der Borealas ist vor Shaya noch dran. Der ist halt so unauffällig. Ich würde dann auch hinauszögern, bis jemand in Reichweite ist, weil gegen Gerüstete bringen die Wurfscheiben so gut wie gar nichts. Deswegen. Also wartest noch ein bisschen ab. Dann ist oben dran. Muss auch noch abwarten, bis die Zwerge dran sind und dann zuschlagen noch? Oder willst du noch irgendwas anderes machen? Abwarten würde ich. Okay. Wir sind der Wall, wir bleiben zusammen. Von daher, nächste Formation aufbrechen. Ja, die anderen halten auch zurück und dann kommen die Zwerge heran. Eins, zwei, drei Treffer. Vier Treffer. Oder? Zwerge. Ja.
Und zwar mal verteilt auf jeweils einen von euch, also aus dem Schildwall Phileason, um Volker Jalte und nochmal auf Phileason. Also jeweils eine Verteidigung für um Volker und Jalte. Ja, ich versuche unabhängig davon, drei davon einfach zu verteidigen. Okay, mach mal. Einmal verteidigt. Zweimal verteidigt. Dreimal verteidigt. Easy. Okay, gucken wir mal, ob ich die letzte kriegen kann. Easy. Als hätten wir das geübt. Torwalscher Schildwall, Leute. Die Zwerge gucken ein bisschen verdutzt, als ihre Hiebe an dem Schildwall abprallen. Und dann sind die zurückgestellten Attacken dran. Borealas. Der Schildwall hat Zähne. Mhm. Erster wieder direkter Stich gegen das Gesicht. Also, warte. Gegen den Helm des Zwergs. Würde treffen. Pariert der Zwerg mit seiner Axt. Okay. Dann mache ich das nächste etwas, das ich mir von Leilat abgeguckt habe. Oh. Einen Wolfsbiss. Das heißt, eine Attacke direkt gegen die Kehle. Mhm. Und der trifft. Ja. Zwölf. Mhm. Zunächst gleitet das Schwert ein bisschen an der Rüstung des Zwerges ab, aber du triffst definitiv dann irgendwie eine verwundbare Stelle. Allerdings weißt du garantiert, dass dieses Abgleiten an der Rüstung nicht so viel Schaden gemacht hast, wie du gerne wollen würdest. Wir sind ja meistens stark gepanzert und haben sehr gute Rüstungen. Das ist halt. Das sind Zwerge. Das ist so ein. Sehr gut, Borealas! Ah! Von oben über das Schild. Von oben drauf, ja. Wuchtschlag. Geh mal. Nee. Wird, glaube ich, dieses Mal. Obwohl, nee, warte. Ja, ich hätte krieg ja plus zwei, ne? Ja. Trifft. Na dann. Nicht pariert. Hey! Schon gelohnt, die Formation. Lohnt sich immer. Das. Acht. Acht. Okay. Was ich sind so scheiß klein! Es macht ein lautes Plong, als die Axt auf den schweren Helm des Zwerges auftrifft und dann so ein knirschendes Geräusch macht. So, dann mache ich jetzt nochmal. Begleiter. Gemeinsam machen Felantir und Phileason einen der Zwerge nieder. Also den Zwerg, den ihr vorher auch schon angegriffen hattet. Hinter dem Schildwall. Als nächstes wird etwas Grausames passieren, denn die fliegenden Wesen, die oben auf dieser Kuppel drauf standen, fliegen alle nach oben wieder weg. Und dieses Klacken und Kreischen und Knirschen hört auf. Ihr seht, dass Shire auf die Knie sinkt. Und dann hört ihr ein lautes Brüllen und ein Flügel schlagen. Und bei Wind geht irgendwie durch
weht euch entgegen und auf einem der Häuser vor euch landet einer der Purpurwürmer. Wenn wir Aufmerksamkeit wollten, wir haben sie. Fenvarin ruft dann, haltet Stand! Hinter dem Schildwall! Borealas fängt irgendwie lauthals an zu lachen. Die Truppen von zwei von den Wachen von Fenvarin sind gefallen schon, verstärken den Schildwall mit ihren Schilden, sie halten so die Speere da irgendwie hin. Und dann passiert etwas Merkwürdiges, bevor der Drache gerade noch ausholen kann, er holt gerade Luft und man sieht so ein Blitzeln und Funken irgendwie in seinem Maul aufkommen, geht ein Bricht in die Wolkendecke auf. Die purpurne Wolkendecke wird zerrissen. Ein Lichtstrahl fliegt hinunter auf euren Platz. Im Zentrum steht Shaya. Und die ganzen schwarz gerüsteten Elfen, die Angreifer sind, wehren sich alle gegen das einströmende Licht und ziehen sich sofort zurück. Die Flugwesen werden in alle Himmelsrichtungen zerstoben. Und ihr seht nach oben und blinzelt diesem Licht entgegen. Und seht ganz, ja, seht, Moment, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 gleißende Punkte. Also so kleine gleißende Punkte, die schnell größer werden. Die zwergischen Angreifer schauen ungläubig nach oben und passen kurzzeitig nicht auf und ihr könnt zwei davon niedermachen, wenn ihr euch davon auch nicht ablenken lasst. Und dann kommen diese Punkte noch näher und ihr seht merkwürdige Wesen, die ihr noch nie vorher gesehen habt. Fliegende Wesen, die aus diesem Lichtstrahl herausschießen. Muss gerade noch mal gucken. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches mache. Wir haben jetzt nicht 8 Flügel und 16 Augen, oder? Nein. Nein. Die Wesen sind ungefähr 8 Spann groß, haben die Körper von Pferden, Adlerschwingen und den Kopf von einem Vogel. Acht Spann oder 8 Schritt? Spann. Okay. Bis zur Schulter. Ja, 1,60. Genau, 1,60 hoch. Und die schießen halt in unglaublicher Geschwindigkeit nach unten. Der Drache beugt so seinen Kopf zur Seite wegen dem Lichtstrahl. Und die Wesen landen alle auf dem Platz vor euch. Shaya! Eines dieser Wesen hat auf dem Rücken einen Elfen sitzen, der sofort, als die Wesen aufsetzen, vom Rücken des Wesens herunterspringt. Und ihr seht einen Elfen mit einem funkelnden Diamantenauge und einem normalen Auge, der in Dreipunktlandung auf dem Boden landet. Ein Schwert zieht und eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit mit Philantia hat. Rosa. Zwei dieser Wesen fliegen nach oben. Also es sind 8 von diesen Dingern gelandet, die habt ihr zuerst gesehen, und 2 fliegen noch. Die stoßen dann herunter und greifen den Drachen an.
Und dann hört ihr den, den Elfen, der auf dem Boden ist, er steht dann auf und hört und ruft: Komm ich zu spät, mein König? Und dann hört allerdings der Lichtstrahl schon wieder auf. Die Wesen sind immer noch da, aber die Wolkendecke zieht sich wieder zu. Das Licht verschwindet. Shaya bricht zusammen, total in Erschöpfung. Und dann hört ihr dieses Surren und Summen wieder, als die fliegenden Wesen wiederkommen. Dann brülle ich dem Typen jetzt einfach entgegen: Komm in den Schildwall, Mann! Am besten sucht ihr die Weite. Nehmt die Rücken der Hypogreifen. Flieht! Ich kümmere mich um meinen König. Wir können sie nicht lange aufhalten. Das ist der letzte Ausweg aus der Stadt. Weißt du, wie erklären wir dem jetzt, dass der mit uns mitkommen soll? Ich weiß auch nicht. Thomas-Schad, K.O. hauen, mitnehmen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Der ist zu krass. Nein, ihr müsst auch mit uns kommen. Nach euch. Dann nehme ich den König. Ich habe ja quasi das Sagen in der Formation. Ne? Das heißt, ich weise die anderen an den Schildwall, um den König und Shaya herum zu bilden. Ja. Weise Borealas an, Shaya zu tragen. Also gemeinsam könnten wir dann ja im Prinzip so als zu den Hypogreifen Torwalsche Formation einer Schildkröte. Ja, rüber zu den Hypogreifen. Das ja, genau. Schafft ihr auch ohne Probleme. Obwohl Pfeile auf eure Schilde einprasseln inzwischen und das Summen auch wieder näher kommt. Und die ersten Flugwesen schon auf dem Platz landen. Fenvarin lässt einmal Schwert sinken, zieht den Bogen vom Rücken und schießt einen von diesen Flugdingern über dem Schildwall hinweg ab. Dann seht ihr in der Ferne einen gleißenden Lichtstrahl, der in dieses riesenschwarze Gebilde einsticht, einfährt, also dieses, was das Tor zertrümmert hatte. Ein kleiner, heller Lichtstrahl, der in dieses schwarze Ding reinfährt und es bäumt sich mit einem unglaublich lauten Brüllen nach hinten auf und euch stehen die Haare zu Berge aufgrund dieses urtümlichen Brüllens, das sofort auch die Erde beben lässt. Schneller, schneller! Und erreicht die Hypogreifen, die ihre Köpfe senken und auf die Vorderhufe senken, sodass ihr leicht aufsteigen könnt. Keine Zeit für Höflichkeit. Ich verfrachte den in Beschlag genommenen Elfenkönig auf. Der sagt: Los, steig auf. Ich verlasse als Letzte den Platz. Wir brauchen dich und deinen Gefährten. Diese Stadt ist meine Stadt. Ich habe hier das Sagen. Auf das Pferd. Auf den Greifen. Wir können nicht verhindern, dass er verschwindet, Jalte. Wir müssen nur herausfinden, wo er hingeht. Ich ignoriere jetzt auch völlig, dass ich dem König quasi gerade ins Gesicht brülle, dass er gleich entführt wird oder so. Wir haben gerade andere Probleme. In der Bresche erscheint nun eine gleißende Gestalt. Eine Frau mit langen Haaren, die im Wind wehen, und goldenen Augen. Ich
Dann werde ich mich mit Schild und Axt in diese Richtung drehen und nicht auf den Greif aufsteigen. Ah, kann ich den Jungen am Flavittchen packen? Kannst du? Nicht jetzt! Du kannst nichts tun! Es ist eine Erinnerung! Alter! Du kannst nur sterben! Das ist nicht real! Alter! Die Stunde wird kommen, aber nicht jetzt! Im nächsten Augenblick zertrümmert mit seinem Kiefer der Drache einen der Hypogreifen. Wir brauchen dich, Alte! Leerson ruft dann, Alter, wenn du jetzt angreifst, sind wir alle tot. Sehe ich ein. Also auf den Greif. Sobald ihr auf den Rücken der Tiere am Fell festkrallt, erheben die sich auch sofort in die Lüfte. Leicht gleitend, ganz sanft, werdet ihr in die Luft gehoben. Am Boden seht ihr noch zwei der Greife und Adanat und Fenvarien, wie sie sich gerade gegen zwei zwergische Angreifer stellen. Dann kommt der Drachen, ein purpurner Drachenatemschwall, der über die beiden hinwegfegt. Und ihr habt schon gedacht, das ist das Ende des Königs. Doch als sich der Rauch verzieht, sind nur die beiden Greife, die sich dazwischen geschworfen haben, des Todes. Die Skelette liegen noch am Boden, während der König und Adanat noch ohne Verletzung sind. Während ihr weiter in die Höhe steigt, seht ihr am Boden, wie die gleißende Elfenfraugestalt aus ihren Fingern purpurfarbene Fäden webt und sie auf die beiden zuschießen lassen. Die werden umschlungen und werden zu Boden gerissen. Im gleichen Augenblick öffnet sich ein bläulich-grünliches Portal. Die Elfe macht einen Fingerzeig und die beiden gefesselten, mit diesen übernatürlichen Seilen umschlungenen Wesen werden durch das Portal gesogen. Und die elfische Gestalt geht hinterher. Das Portal schließt sich, während ihr durch die purpurne Wolkendecke brecht, den Hypogreifen. Fenvarien und Adanat sind gefangen von Padova. Wie oft noch? Und hier beenden wir den Stream für heute. Schlusszitat, die Alte. Wenn die hier, Alte, irgendwann mal nachts in Torwahl auf der Straße begegnet, ne? Bestimmt. Ganz bestimmt. Schankmädchenkleid, ne? Boah, gibt der Fratzengeballer. Dann klatscht es aber keinen Beifall. Du bist mute. Ihr wisst ja jetzt zumindest, dass ihr den wiedergeborenen Adanat habt. Der ist ja mit entkommen auf den Greifen. Das müsst ihr nur irgendwie rauskriegen, wie der sich wieder an sein altes Leben erinnert. Um zu wissen, wo Fenvarien hingebracht wurde. Ich habe da eine gute Meditationstechnik. Ach, wir suchen jetzt die nächsten Inseln im Nebel, nämlich in den Inseln im Nebel, um da auf die Kröteninsel zu kommen. Und dann stopfen wir den in den Scheißkessel, bis er sich erinnert. Punkt! Irgendwie im Typ Schon, dass uns auch noch zwei Leute fehlen, um das Ritual durchzuführen, ne? Aber wieso? Wir haben den alten Weisen, das ist die Wiedergeburt des einen Typen, und den jungen Weisen des Borealas. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ja, bestimmt! Ihr habt noch Nasir, der ist auch manchmal weise. Richtig! Und ich bin alt! Wir können allen noch so einen Stern auf die Schulter ritzen, das ist auch nicht so ein Problem. Ja, es ist also.
Ja, aber jetzt habt ihr zum ersten Mal, reitet ihr auf Hypogreifen. Hä? Ist auch mal in einer Erzählung, die man weiterleiten kann. Ein sehr erhebendes Gefühl. Sehr Preios-gefällig. Sehr bei, bei Hippogreifen scheiden sich ja wieder die Gelehrten, aber... Ja, es ist kein reiner Greif, aber fast. Ja, es ist sehr, sehr, also viel konntet ihr ja nicht wirklich bewirken, aber es ist halt so vorgesehen irgendwie in einem, aber ihr habt halt zumindest die Szenerie ganz gut eingesogen, glaube ich. Und Borealas dürfte sich selber töten, das war. Ja. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich glaube, da musste irgendwann mal sehr ausgiebig drüber nachdenken, über diesen Umstand. Ja, wenn ihr mal wieder ein bisschen ruhigere Zeit habt, ja. Das ist nicht irgendwie so der Ritterschlag unter den Meuchlern in Maraskan? Sich selber töten. Und das dann auch eine überleben. Eine frühere Inkarnation von sich selber töten. Ich glaub, die oder beides gleichzeitig. Sich selber töten, das gleichzeitig überleben und... Ich schmeiß den aus dem Tempel raus. Ja. Das widerspricht Ruhe und Gewalt. Der Gevatter fragt gerade, wer von euch Höhenangst hat. Ich glaube, gar keiner, ne? Shaya, ja gut, aber Shaya ist ja bewusstlos. Der ist gerade relativ egal. Altravia gefälliger Mehlsack. Wenn Shaya erwacht, hat sie erstmal ein bisschen Entrückung, ob diesen krassen Wunder, was sie da gerade gerufen habt. Aber die fühlt sich dann wahrscheinlich sehr, sehr gut, wenn sie wieder erwacht. Ich höre Gänse schnattern. Überall. Travia ist doch hier. Ja. Ohne die wärt ihr ziemlich früh weg gewesen. Wenn diese Flugwesen gekommen, dann wäre es aus gewesen. Wie alt ist spät, weil jetzt zum Orima-Priester steht ja noch aus. Mhm. Ja. So, ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. An euch da draußen vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar. Und sagt uns, wie das bei euch früher mal war, wenn ihr das Abenteuer schon gespielt habt. Das ist immer sehr interessant zu wissen, wie andere Spielleiter diese Szene beschreiben. Falls ihr es noch nicht irgendwie erlebt habt, nur vielleicht spoilerfrei. Genau, also nur das, was wir schon erlebt haben jetzt. Ne? Also das wäre ganz gut zu wissen. Ne? Genau, und dann schicke ich euch jetzt gleich nochmal weiter und muss ich ein bisschen mal gucken, wer streamt denn noch Tabletop-Rollenspiele hier gerade. Okay, kenne ich zwar nicht, aber hier spielt jemand Schatten in Meridan. Was auch immer das ist, ihr werdet es gleich kennenlernen und ich schicke euch da mal hin. Wenn ich das hinkriege. Das hat auch nur 3 Zuschauer, da könnt ihr jetzt hier mindestens verdoppeln. Grüßt schön und bestellt einen schönen Reststream. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Schade. Wobei, aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.